Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Ich bin der Nanze, heute wieder auf 5M, Rhein City, Braunschweig RP. So. So. Heute einfach wieder ganz normaler Streifendienst. Nichts Spannendes. Schauen, was passiert. Code 9, euch noch einen angenehmen Dienst. Ebenfalls. Na, dann mal gucken, was heute so los ist, was passiert. Jo. Stelle von der Struppe, schreibt vom Programm. Leitstelle, hört. Ja, zur Information, wir mussten hier die Straße sperren, größer Rettungseinsatz kam. 10-4, genauer Standort kommen. Genauer Standort 8067 kommen. 10-4, werden noch weitere Streifen benötigt oder erstmal nicht? Das so negativ kommen. Ja, habe ich so mit. Leitstelle Ende. Wir müssen nicht mehr bei Rot stehen bleiben. Du Ja, ich kannst. weiß. Ja. Aber ich wollte für deine Zuschauer. Nee, jetzt wissen sie es auch. Ja. Mal ganz kurz abbremsen, links, rechts schauen Ja, und dann. 3-Sekunden-Regel. Nee, nicht mal das. Das nicht mehr? Nicht mal das. Nein, einfach nur anfahren, abbremsen, links, rechts oder hier rechts und dann weiter. Ja. Schauen wir mal. Im Chat hatte jemand nachgefragt oder in der Gruppe, wo alle Bürger drin sind, Ja. ob denn eine Streife zum Schwerlasttransport kommen kann. Hieß es doch, er solle doch. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping in a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn Ja, game. Polizei Notruf, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Hört ihr mich? Ja, hallo? Ich höre euch nicht. Guten Tag, der Polizei Ich Notruf. bin zurück, danke. Hallo? Ja. Der hört mich nicht anscheinend. Ja. Guten Tag, der Polizei Hallo? Notruf. Hallo? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Warte, ich muss mal hier schnell umstellen. Aber du hörst mich doch nochmal, weil der hört mich anscheinend nicht. Okay. Welche Nummer ist das denn? Ach, fuck. Ich muss mal ganz kurz schlafen gehen. Ja, warte, ich packe andere Seite, dann geh mal kurz schlafen. Ja, weil ich hänge im alten Menü fest. Ja. Ich warte dann so lange hier. So muss man ganz kurz mal schnell wieder neu. Geht sofort weiter. Da komme ich gerade nicht raus. Da bin ich gerade nicht rausgekommen. So, also wie gesagt, geht jetzt sofort weiter. Ich habe euch noch unten in der Stream-Beschreibung noch ein zwei Discord-Links reingepackt. Möchte ich sagen, der obere ist auf jeden Fall für meinen Community-Discord-Server. Dort könnt ihr gerne beitreten. Dort findet ihr natürlich aktuelle Infos zu Gewinnspielen und alles drauf und dran, auch zu Plänen und Co. Nein, 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 nein. Gut. Moin Konstanze Vogler, was geht? Er muss einmal wieder schnell aufwachen. Ich hatte da gerade ein Problem.
Also. Und der zweite, der untere Link, der ist für den RP-Server. Voraussetzung ist, ihr müsst natürlich 18 Jahre alt sein. Um dort mitspielen zu können, GTA auch besitzen, das ist natürlich klar. Ja, und sonst ein weiteres Gespräch durchführen und dann seid ihr eigentlich schon fast so gut wie drinne. Und dann schauen wir mal, wie lange das jetzt hier lädt. Es wird aber nicht allzu lange laden und dann. Ja, und wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt die einfach unten in den Chat rein. Beantworte ich natürlich je nach RP-Situation so schnell wie möglich. Das ist natürlich klar. Und auch möchte ich mich nochmal bei jedem von euch bedanken. Auch die jetzt hier nachhinein den Stream sehen. Ihr seid einfach aber geil. Wir haben gestern Abend die 200 Leute geknackt. Ihr seid einfach geil. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Nee. Verschieb mich doch. Jetzt. Genau, das gilt natürlich auch für Fahrzeuge, die ihr natürlich sehen wollt, sprich Feuerwehr, Rettungsdienst, ADAC, Polizei und Co. Die kann man dann natürlich gerne mal zeigen. Hallo, hallo. Ja, ich gebe so weiter, der ist jetzt gerade nicht mehr da. Standort? Sieben, warte, was? 1067? Also wir müssen da eben kurz hin. Frage oder soll ich einen Dispatch schicken? Nee, einmal eben kurz deinen Standort und kommen wir eben kurz vorbei. Ja, ich schicke einen Dispatch. Ja, hätte er auch nochmal sagen können. Was? Hammer? Weil wir kriegen einen Dispatch. So, das wird raus. Strafe zu Ende. Markierst du ihn kurz? Hast du den Dispatch bekommen? Ah, ne, hast du nicht, ne? Einfach. Ja, ist verstorben, benötigt Kripo. Oh, okay. Ich bin zwar gerade nicht im Dienst, aber das kann man aufnehmen. Wollte ich gerade sagen. Ich hab gesagt, du hast gerade Kopfschmerzen gekriegt. Ich sag, du kommst sofort wieder. Ich sag, so lange übernehme ich. Ja. Alleinstelle habe ich ja jetzt weiterhin. Ja. Sollte eigentlich rauskommen. Wenn er jetzt 110 anruft oder wenn irgendjemand. Dann schauen wir mal. Fahr hier rechts. Naja. Wenn ich mit auf die Straße packen. Moin. Guten Tag. Moin. So, was ist hier passiert? Wir sind alarmiert worden zu einer bewusstlosen Person, bei Eintreffen reanimationspflichtig. Jetzt reanimiert Warte, die 35 Seitentüren Minuten vom mit Fahrzeug geöffnet? Medikamentengabe, alles Ich drum und nicht. dran. Ich habe das Auto nur zur Seite gefahren. Ich Waren die erkläre es jetzt offen? auch. Also bei mir sind sie die ganze Zeit offen Papierdeutsch, gewesen. Herz hat keine elektrische Aktivität mehr, dementsprechend hat die Okay. Defibrillation auch nichts mehr Aber okay, funktioniert, wir müssen uns bei dementsprechend den keine Einsätzen Aussicht mal ein mehr bisschen auf angewöhnen, eine strukturierte Wiederbelebung. Aufstellung der Fahrzeuge zu Hat überlegen, ein damit Trauma am man Kopf, ja dementsprechend eine Kopfplatzwunde, warum auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir haben keine weiteren Infos. Das müsste auch der Grund deswegen sein, dass sie bewusstlos geworden ist. Okay. Also Blutverlust ist jetzt. dementsprechend auch da. Jetzt keine Hinweise auf Leben geht irgendwelche. vor Straße, das. Nochmal? Jetzt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung von Nee, von irgendwelchen mir aus anderen kann's auch. Personen. Okay. Keine blauen Flecken, also die blauen Flecken, die sie jetzt hat, sind so langsam die Leichenflecken. Auch von der Kompression her am Ach Brustkorb, du also leidige das ist zu was. achten.
Soweit keine Fremdeinwirkungen, keine Kratzer irgendwo, keine blauen Flecken irgendwie im Hals groß, also keine Würgemale. Ich vermute, irgendein medizinischer Notfall, umgekippten Kopf aufgehauen. Ja. Okay, dann würden wir das. Polizeinotruf, hallo? Ja, Marcel, ja, hallo. Ja, guten Tag. Ich bräuchte einen Streifenwagen für meinen Schwertransport. Ja, da kann ich Ihnen einen hinschicken. Ja, ich bin hier auf der Straße und ich warte da. Ja, bitte noch nicht losfahren, erst mit Polizeibegleitung. Danke. Danke, ciao. Gut, servus. So, Max? Jo? Ihr seid frei? Wir haben hier die Straßenabsperrung aufgemacht, also, aber da die Rettungsfahrzeuge jetzt gerade sowieso wegfahren, würden wir die wieder aufheben und dann wären wir Code 1. Ja, nein, nicht Code 1, ihr fahrt Schwerlast an. Verstanden. Haben wir einen Standort von dem Typ? Na, das ist unten am Flughafen. Dort müsste bei uns auf der Karte müsste da so ein LKW eingezeichnet sein. Ach so, verstanden. Steht hier? Ja, bin ich. Gut, dann fahren wir da rein. Ja, genau, dann einmal anfahren und begleiten. Bis wohin müssen wir begleiten? Also, Infos gibt's bei ihm. Alles klar. Genau. Einfach nur mit Blaulicht vorwegfahren. Richtig. Oh, check. Perfekt. Ich hab bei der Streife. Oder braucht mich noch? Dann nur eins. Wir RTW frei. Bitte? Ja, alles klar. Dann fahr ich weiter. Eins RTW frei. Du kannst mit Andi mitfahren. Andi ist noch alleine. Wo ist denn der? Hallo, Herr Kruse! Ach, hi! Weiß ich nicht. Ja, wo fährt denn Nils mit? Nils fährt mit Max mit. Achso, ja, da muss Nils jetzt mal los. Ja, Max fährt gleich los. Nils. Was denn, René? Du musst mit Max mit, ihr fahrt Schwerlasttransporter. Ja, der Max macht gerade noch die Absperrung weg. Oh. Ja, okay. Und dann fährt noch Max mit Schwerlasttransporter. Oh. Robin fährt dann mit Warten Sie, kommen Sie mal auf die Seite. Dann verstehe ich sie besser. So, nochmal. Ich dachte, ich habe einmal nochmal die Todesbescheinigung. Mhm. Da steht auch nochmal alles drauf, was gemacht worden ist, wie lang und wann der Todeszeitpunkt war. Alles klar, ja, überführen wir dann an die Gerichtsmedizin. Die macht dann eine zweite. Ja, alles klar. Gut. Dann sind wir wieder weg. Alles klar, weiß ich Bescheid. Perfekt. Bis dann, ciao. Servus. An die Bescheid, der soll auch zum PD fahren, dann. Frage. Holt er nicht mit. Also für euch noch. Zur Info, gut, okay. Der Johnson hier vor Ort. Der hat die Person nur so gefunden. Mhm. Und, Anfahrt zum Einsatz Code 1, ne? Ja, Fahrt Code 1. Alles klar. Moin, Sirius. Oder Dennis. Sagen wir ja Dennis. So. Nee, für uns ist ja Einsatzende handelt sich um kopflose Personen, keine äußeren Einwirkungen. Gerichtsmedizin heute ab. René? Ja, ja. Warte mal, welchen. Wo finde ich nochmal unsere scheiß Nummern? Welche scheiß Nummern? Ach, von Achso, findest du bei uns im D-Funk und dann ganz oben IC in die Nummern unterwegs. Ja, ne, ich meine Dienstnummern. Dienstnummern, warum hat Andi 7447 stehen? Anne, das ist Henry. 74 ist für Schutzpolizei. Andi. Ja, 46. 46? Oh. 29 für 46. 46 überhaupt im Dienst? 46, ja. Ja. Fahr mal zum PD und nimm Robin mit. Ja. Also wir rücken ab dort. Ich bin schon am PD. Ja, aber. Einsatzende für Kripo. Ja. Ja. Streife 2 ist Schwerlast. Ja. Die übernehmen dem. Genau. Wie gesagt, hier handelt es sich lediglich um eine kopflose Person. Ja. Von daher. Ach, dann bestimmt.
Dann bestimmt ich ja hier NPC. Ja, halt kopflos. Ja. Die Streife 1 Code 1. Ach, hast du mitgekriegt? Die Jule, Tünerin, die kann jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten machen. Echt? Ja, die hat das komplette Auswahlprogramm von alles. Die kann deine Scheinwerfer in Farben machen, die kann andere Exklusivlackierungen machen. Boah, okay. Und alles Mögliche. Die hat das komplette Tuner-Paket. Das ist geil. Deswegen, ich habe gesagt, ich fahre nachher, die um 9 Uhr haben die auf. Ja. Und dann fahre ich mal eben kurz den Kripowagen dahin. Ja. Und dann mal schauen, was die dann noch an Farben machen können. Ob die da jetzt Farben komplett richtig ändern, anstatt nur das Silber-Goldene. Und auch richtig Lackierung. Und ob die Fenster jetzt füllen können. Das wäre natürlich mega geil. Ja. Streife bei Code 1. Wir fahren mal zum Pier gucken, ob da jemand da ist. Ja, genau. Irgendwo müssen sich ja die Leute aufhalten. Ja. Es kann ja nicht sein, dass sie nirgendwo sind. Und so viele Leute. Ja, das stimmt. 33 Leute gerade waren. Leck mich fett. Das ist echt krass. Ja, die 89 und 29. 29. Wird 46 kommen. Wird sie kommen? Mein Kollege, der Robin, hat gesagt, dass wir als Schutzpolizei den Karabiner verwenden dürfen. Stimmt das? Nein, das wissen sie doch nicht, oder? Karabi? Karabiner. So. Eigentlich nicht. So negativ. Meines Wissens nach dürft ihr den nicht verwenden. Komm mal. Ja, die Karabiner dürfen die nicht benutzen. Die dürfen, ja, eine Langwaffe dürfen die wohl nehmen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Karabiner jetzt ist. Die Pumpgun dürfen die nehmen, aber den Karabiner nicht. Also den Karabiner nur bei besonderen Einsätzen. Ja. Naja, wir als Kripo dürfen den mitführen, aber die Schutzpolizei nicht. Na, ja, wir, da weiß ich ja. Aber wir fahren jetzt mal Würfelpark. Ja, die üblichen Spots eigentlich. Ja. Eigentlich noch ein Vollstreckungshaftbefehl, den wir eigentlich ausführen müssten. Nee, wir haben, alle haben wir durch. Ja, sehe ich auch gerade perfekt.
macht denn hier wieder Tada? Weiß ich nicht. Der Rettungsdienst vielleicht. Ja, die machen ja immer Krach. Jo, das stimmt. Ah, mit Rico oder Rocco hast du ja mitgekriegt, ne? Hä? Diesen Rico oder Rocco, der vorne Sanis, der hast du ja mitgekriegt, ne? Ja. Jeans quittiert. Ah ne, das habe ich noch nicht mit. Mhm. Rico Wolle. Genau, Rico Wolle, genau. Was macht er jetzt? Mafia oder was? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Nope, der ist von danach von alleine gegangen. Ja, was ist da vorne los? Warte mal, fahr mal hinterher. Das GPS mag er nicht an. Moin Jungs. Moin. Okay. Moin. Hatte die einen Unfall oder? Hä? Weil hier gerade da so komisch auf dem Bordstein stand. Wir waren gerade im Kopf. Ach so, okay. Ja. Ja, okay. Dann gute Fahrt noch. Ja, auch so. Danke. Ich dachte jetzt schon, das Fahrzeug geht laut, weil eigentlich müssen die doch im GPS-System noch angezeigt werden bei mir. In der Leitstelle. Hm? Bei mir werden die. Ach, du bist noch gar nicht im Dienst. Oh, da war ja was. Ja, da müssen wir mal kurz zum PD. Ja, gut, dass du das jetzt sagtest. Dann fahr ich ihm schnell so. Stimmt ja, ich musste mal kurz Power nippen. Deswegen, ja. Ich so, hä? Schon wieder vergessen, Alter. Ja, ich hab da jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Danach fahren wir dann mal zum Flughafen, schauen wir da vorbei. Ja. Denn da dürfte ja jetzt durch die Insel, durch die Freigabe, dass man dort auch hinfliegen kann. Dispatch. Ja. Die 3 für 3 übernehmen. Ja, anfangen mit Code 3. Streife 2 ist wieder Code 1. Sind wir. Achso, jetzt muss ich kurz überlegen, was willst du denn jetzt? Boah, Vergesslichkeit in Person hier, ey, leck dich doch fett. So, einmal schnell den Dienst rufen hier. Yeah. Waffen habe ich noch. Ja, mal wieder Reis hier. So, ich habe ja auch noch Zielschüsse. Na, warte, wir fahren erstmal nach Jule. Wir machen. Weil die anderen sind ja links gewesen. Ja, die fahren jetzt gerade den Dispatch an. Ja. Schauen nur mal schnell, wo das ist. Oh, am Flughafen, so. Am Flughafen? Ja. Sollen wir da auch mal vorsichtshalber hinfahren? Nein, wir fahren sobald sie brauchen. Ja, dann fahren wir eben kurz nach Jule. Jo. Mal Luki machen, ob die was machen kann. Jo. Oh. Die haben was, warte mal, bleib mal stehen. Ja. Ach. Ja, guten Tag. Hallo. Guck mal, jemand ist uns so gekauft.
Ja, was? Ey, ich bin auf dem Weg nach Jule, ja? Hä? Ich bin auf dem Weg nach Jule. Was zu Jule? Ja, die kann doch neue Farben machen und all so ein Scheiß. Die hat doch ganz neue Tüneauswahl. Ja, ich weiß nicht, ob es beim Udo geht. Ja, deswegen, das wollte mal gucken. Aber guck mal, Maschallah. Leck mich. Guck mal das Kennzeichen an. 402 oder was? Kollege mitkommen. Oh, sorry, grad zu Jule. Ja, ja. Könnt ihr mich kurz mitnehmen zum Odohaus? Nö. Wiederholen nochmal, habe ich nicht verstanden. Alter, da, 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 da. Na, ja, ja. Mega, der ist kurz weg. Sind wir. Das kriegt ja dann meine Kollegen. Ja, alles klar. Ja, dann fahren wir eben kurz zur Garage und dann nehmen wir Dennis mit. Autos. Ja, was sind das jetzt für Schlafnamen? Die müssen da hinterher. Den noch bis zum Flughafen zurückbegleiten. Fahrt! Gib Tackengas! Fahrt einfach! Bis zum Flughafen begleiten. Bis zum Flughafen fahrt! Hadi Jalla! Und die Streife vor uns bis zum Flughafen bitte begleiten. Verstanden. Ey, was sind das denn für Dorftrottel, ja? Okay. Ich hab mal gespannt, ob das funktioniert. Was? Aber das Problem ist, es wird jetzt alles teuer. Ich habe jetzt 222.000 gezahlt. Für was? Für Tuning und dann kommt noch ein Aufschlag dazu. Das ist ums Doppelte teurer geworden, Tuning. Ja, toll, es wird alles teurer und wir verdienen nichts mehr. Na gut, ist mit dem Tuning finde ich einerseits gut, sag ich mal. Dass nicht jeder das Auto tunen kann. Ja. Du kriegst aber keine Kohle mehr, nix mehr. Siebeneinhalb die Stunde. Ja, die wirtschaften halt jetzt gerade. Ja, was willst du mit siebeneinhalb die Stunde? Sag mal ehrlich. Ja? Was willst du mit 7.500 die Stunde? Ja, das ist, wenn jetzt die Preise ja alle hochgehen, das ist dann nichts mehr. Ne, ja. Wenn die Preise hochgehen, dann brauchst du gar nichts mehr machen, gar nichts mehr. Ja, die sollen das so machen, danke, dass ich... wir treffen uns dann beim Tuner, ich will das auch gern wissen. Jo, alles klar. Die sollen das so machen, dass sich die Mine dann nicht mehr lohnt. Die Löhne so anheben, dass sich die Mine nicht mehr lohnt. Die Mine lohnt sich nicht mehr, du kriegst 60k in der Stunde. Ach du Scheiße. Ja. Ja gut, bei unserem Verdienst, dann lohnt es sich dann doch noch. Ja klar. Ne, aber, trotzdem ist das ist... Weiß ich nicht, das ist einfach nur noch zu übertrieben, ne? Ja. Weil du verdienst nichts mehr und es wird alles teurer. Ja, das stimmt. Mit Aktien kannst du gerade auch nicht handeln. Hm? Die sind gerade auch im Keller. Ja. Aber so tief im Keller, da findest du ja auch nicht mehr. Ja. Guck da. Ja. Ja. Warte, das muss jetzt installieren. Das boah, das Rot sieht geil aus. Ein Mattrot. Oha. Leck mich fett. Dass sich der ADAC so ein Auto leisten kann. Respekt. Ich glaube, das soll nicht so gut sein. Also. Dann aussteigen. Ah, das Rot, das scheppert aber, ne? Der Rot matt. Das scheppert übel, ne? Geil aus. Das ist die billigste Rechnung, die ich heute bezahlt habe. Vor allem das passt heute im Auto dazu, ja, sag ich. Ja, bin die schwarzen Akzente nach vorne an die Schnauze und so, ne? Total, das ist ja. Hallo Jule! Hallo! Weiterhin auf Begleitung. Ich liebe dich! Oh, jetzt geht das wieder los. Yes, ja. Verlassen, eiskalt, an mir vorbei und sagt das, gell? Oh, euer Auto ist kaputt. Ich muss den erst reparieren. Sorry. Ach, kann schade. Ich bin nicht gefahren. Ey, ich bin nur eingestiegen und die Scheiben sind kaputt gegangen. Da wollte ich mir Gedanken machen. Aber wenn man den Schönheit braucht, ein bisschen Platz, ne? So. Mal gucken, ob bei dem was geht. Warte mal.
ich jetzt was machen kann, oder mal. Gell? Ja, wie machen wir das dann bei dem? Müssen wir es dann selber zahlen? Nein, das geht auf den Staatsnacken. Nee, weil ich weiß nicht, ob das noch geht. Ja, klar. Nein, das ist ein anderes Menü. Ich hab ein komplett neues Menü. So. Aber so wie es aussieht, kann man wieder nur dieses selber machen, ne? Ja. Nee, geht gar nichts bei dem Ding. Die Streife. Ich hab schon so eine Rotwühle. Warte mal. Du kannst es machen. Die Streife 3 ist wieder Code 1. Spielen Sie trotzdem, gell? Naja. Haha, geht nicht. Nee. Nee, ich kann die nicht umlackieren. Ja. Trotz neues Menü. Was kostet bei dir die Reparatur in deinem Menü? Die geht bei mir auf der Haus. Oha. Da müsst ihr nichts bezahlen. Scheiße auf ADAC, ich komme jetzt immer zu dir. Ja, wie gesagt, da steht dann da, dass ich es reparieren muss, sonst kann ich ihn nicht tunen. Und dann drücke ich auf Reparieren, dann repariert er das und dann kann ich erst tunen. Das kostet nichts. Der wird dann auch gleichzeitig gewaschen. Ja. Hey. Kostenlose Wäsche, kostenlose Suppe. Ich glaube, ADAC ist am Arsch. Trotzdem schade, dass das durch ein neues Menü nicht. Nee, aber wie gesagt, ich kann jetzt so viel machen. Ich kann Farben auswählen, ey, das ist der Wahnsinn. Was kostet bei dir so eine Farbenpalette? 2000. 2000? Hm? Weil das war, ey, das Rote, das ballert übelst das Matt. Ich kann alle Neonfarben kann ich jetzt machen. Gelb, grün, alles. Warte. Oh. Ich stelle mein Auto weiter zur Seite. Ja, wird nochmal gebracht. Ich glaube, wir sollten alle mal beiseite. Einfach mal bitte Neongrün probieren. Okay. Aber geht es auch in so Perleffekt? Ja, Effekt habe ich nur noch weißen Schimmer, was ich drauf machen kann, aber sonst nicht mehr. Echt jetzt dann am besten die Autos behalten, oder? In der Farbe. Warte mal, ich guck mal. Ich muss es ja nicht speichern. Oh, da ist auch kaputt. Bengel. Ich schwöre, ich habe den kaputt gemacht. Der ist wahrscheinlich, weil der aufgehockt ist. Warum machst du deinen Kofferraum auf? Das ist, weil ich ihn repariere. Achso, okay. Bin ich mal gespannt. Bin jetzt auch mal gespannt. Nicht erschrecken. Das war geil. Das passt wieder. Die passt. Das sieht voll gut aus. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Machen wir jetzt eigentlich grün davor. Gehen wir nochmal zurück. Das Grün. Aber da ist ein Perleffekt drin. Den kann ich noch wegmachen. Ja. Das ist halt das Rot. Aber ich kann auch noch matt machen. Oder mache ich mal kurz das Perleffekt raus. Ich sehe gerade gar nicht. Ist das René oder ist das Lanze mit dem Grün? Ja, Lanze. Mit dem Grün ist Lanze. Geh mal ein ganz kleines Stück zur Seite. Ich sehe nichts. Du bist einfach zu fett, sorry. Hallo? Verrückt, ich hab' dabei. Ich denn das scheiß Per-Effekt direkt nicht weg, oder mal? Ich will nochmal deine Farbe, oder mal? Oh mein Gott. Boah, das ballert auch, ey. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Ey, geht nicht. Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Ah, das war doch gerade weg, oder? Dann lass es doch ein bisschen so drauf und dann, wenn ich es nicht mehr will, kann ich es ja immer noch runter machen. Guck mal, weil das ist ja so nimmer. Wollte ich gerade sagen, so siehst du es gar nicht. Okay. Gekauft. Soll ich mal gucken, wie das in matt aussieht? Oh ja. Warte, matt. Oh, Maschallah. Hey, dann macht das Tune ja wieder richtig Spaß. Oh. Boah. Das sieht aber matt besser aus. Ja. Kannst du die Felgen auch noch in der Farbe machen? Oder? Alter. Dann macht das Tuning ja wieder richtig Spaß. Alter. Ich hab auch eine Farbe. Sekundärfarbe, kann ich da das ändern? Ah, bei den Felgen Primär und Sekundär? Ja, warte, ich muss bei den Felgen direkt rein. Achso, war dann Sekundärfarbe noch die andere? Ey, dann kannst du noch eine andere Farbe nehmen. Warum ist da jetzt eine Kiste?
Warum steht da eine Kiste? Hörst du das? Wo steht eine Kiste? Steht da wo ich auch eine Kiste? Nein. Hey, was ist das denn? Hä? Was? Hä? Ich will eine Kiste. Hä? Zurück. Geht mal bitte alle weg. Ich muss ihn mal schlagen, das ist bestimmt ein Geist. Oh, sorry! Oh, es tut mir wirklich leid. Komm her. Das wollte ich nicht. Oh, die gehen alle weg. Oh nein, ich habe jetzt kein Ding dabei. Ach, alles gut. Nein, alles gut. Du hast meine Schwester geschlagen. Ich stehe noch. Ich wollte die Kiste sagen. Guck! Jule, 20.000 Aufschlag. Hey, wer ist das? Wer bist du? Komm her, du Hund. Welche Schuhe hast du? Warte, gar nicht mehr. Also Felgen kann ich gar nicht mehr lackieren. Achso, hast du selber schon. Hast du gehört? Hallo! Hey, hast du Karton mit der Hand? Ja. Felgen kann ich gar nicht mehr lackieren. Ich bin verbuggt. Also ich wollte einen Saturn-Job machen und seitdem kann ich nicht mehr laufen und nix. Ja, das heißt Hello? Ja, und hab so eine hässliche Kiste im Arm. Und das sieht man sogar, wenn du sogar unsichtbar bist. Ich hatte gestern einen Regenschirm. Ja. Mega-Kiste. Ich kann das so mal gucken. Hey, meinst du, wie du welche verarschen kannst damit, ey? Aber halt so, nicht mehr. Ich geh jetzt den nächsten forschen. Ja, dann lass du, lass du. Oh, okay. Oh, sieht das geil aus. Also sind wir fertig, ja? Oh, ja. Okay, warte, da muss ich jetzt noch verbauen und dann. Ey, weißt du, was du normalerweise machen kannst? Weißt du, wie das von hier aussieht? Wie ein R8. Ich kenn das vom anderen Start aus, ne? Wenn du zum Beispiel Tuning-Teile einbaust, müssen die da 2 Stunden warten, wegen Lieferung und bla bla bla. Und lackieren müssen die 4 Stunden warten auf das Auto. Das mache ich aber nicht. Nee, das ist nur eine kurze Installation. Ja, aber ist übel, ne? Halt, die Rechnung will ich nicht bezahlen. 20.000, 20.000. Oh. Das tut mir leid, ich wollte die nicht schlagen. Ja, und wir gehen alle noch zur Seite und der haut dich dann auch noch, ne? Ja, ja. Was? 20.000? Hast du wirklich gemacht? Gar nicht wahr. Danke. Gar nicht wahr. Dennis, was ist los mit denen? Heute nicht im Dienstwert. Sag mal. Hä? Heute gar nicht im Dienstwert. Alter, die so viel Geld, wie ich jetzt gerade ausgegeben habe, kann ich nicht mehr in Dienst. Das lohnt sich gar nicht mehr. Weil die Dame, die zockt mich ab. Alter, ich kann doch nichts dafür. Sei froh, dass ich keinen Aufschlag drauf gemacht habe von 20.000, mein Freund. Ja. Ja, eigentlich war es sonst verdient. Warum? Lieb dich. Ist ein Typ, Dennis liebt Schule. Dennis liebt Schule. Oh, die Schule. Nein, das sag ich auch immer zum Kevin. Ich weiß, der verfreut das sich immer. Ja. Ich glaube, der freut sich auch jetzt nicht mehr, wenn er meine Nachricht liest. Wieso? Ich kann keine Leute mehr abzocken. Weil ich jetzt alles sehe, was er macht. Ja, aber und wenn ich von Julian zu hören kriege, dass da jemand kommt mit einem Gebrauchtwagen, ja? Und er dann eine Rechnung macht von 250.000 für einen Gebrauchtwagen. Krass. Oh. Ja, aber ich pass mal auf. Nicht in Ordnung, ja. Warum sagst du einfach im Julian, dass du noch selber Rechnungen machen willst, dass du dass du es einfach alles zusammen draufschlägst mit, weiß ich nicht, also. Hä? Ja, aber es ist ja jetzt schon einfach. Du meinst einfach nur den EK-Preis und dann, Genau, der Preis, der Preis zum Einbauen ist ja unten schon aufgelistet. Wir müssen jetzt bloß ist er aufgelistet. Achten, ja, dass wir einen Aufschlag mitmachen, weil wir sonst nicht verdienen. Ja, so, ja, dann kann der Kevin. Verdiene ich nichts mehr. Da kann der Kevin trotzdem noch genug verdienen. Aber nicht, wenn jetzt, ja klar, kann er genug verdienen, aber nicht, wenn der Gebrauchtwagen kommt. Ein Gebrauchtwagen kostet nun mal nicht so viel. Und 250.000, das ist echt übertrieben, wenn es eigentlich nur 80.000 kostet. Und das ist ja, er hat nämlich nachgeguckt. 140 oder so. Nein, Jürgen hat nachgeguckt. Er hätte ca. 80.000 bis 100.000 abziehen können. Was macht er? 250.000. Sorry, das ist zu viel. Boah. Ja, aber wenn die Leute nichts sagen. Das geht keine Kuhhaut. Naja, deswegen gehen sie kaum noch tun. Und fragen mich immer, ob ich da bin. Weißt du nicht, was ich gerade sagen? Komm zu ihm. Die rufen mich an, bist du da? Ja, René, der Schwarz ist da. Oh nee, wann bist du da? Bla, sowas muss man machen. Ja, okay, dafür scheuche ich dann auch Kunden, falls du mal wirklich nicht da bist. Ne? Ja, eben. Ja.
Das ist übertrieben. Aber du musst auch sagen, er hat dir genug Geld in deine Kasse reingepumpt. Guck mal, beim Motorradfahren, beim Motorradfahren habe ich ja letztes Mal bei dir weniger bezahlt, ne? Beim Motorrad kostet was nicht. Ja, wie viel habe ich da bezahlt, glaube ich? Ich glaube, irgendwas mit... Und das hält für alle Kollegen. 40 wahrscheinlich, glaube ich. Nee, etwas, ich glaube, mein etwas über 100.000. Boah, das kostet eigentlich nur 45.000. Ja, ja, so habe ich auch in Erinnerung, glaube ich, 40.000. Ja. Das ist deswegen, ich hatte ja bei dir 55.000 bezahlt mit meinem ersten, mit meiner Ninja. Dann habe ich die R1 und da habe ich, glaube ich, irgendwas mit etwas über 100.000 bezahlt. Hey, ich habe auf der Ninja auf der Platte eine Ninja gekauft für 10.000. Ja. Aber da ist kein Tuning drin. Ja, aber trotzdem noch günstig für 10.000, ne? Und mein Auto, wo ich hochgestellt habe, den Scirocco. Was? Ja. Aua, Bubu. Dann den, oh, das war bestimmt. Für den habe ich 270.000. Ne, wie viel ich den drin stehen? Für 210.000 oder so, dass ich 0 auf 0 rauskomme. Hm. Steht oben für 15.000. Hä? Wo kommt der mit seinem Auto wieder? Ist es nicht abgespeichert oder was? Ja, erstmal vor. Ich weiß es nicht, ich habe den in den Parko getan und dann war der auf einmal schwarz. Der ist aber schuld, wenn man und den in den Parko macht. Garage tun. Wenn man doppelt zahlen, ist aber schuld. Ja, normal, also man weiß ja, dass du ein Auto direkt in Garage tun muss, das ist speichern und dann auf den Parko. Du musst dein Auto direkt in der Garage, nicht an der Parko. Ja, ich wollte ihn ja nur kurz einstellen. Ja, aber wenn du ein Auto tunst, musst du ihn direkt immer... Du musst ihn erstmal direkt, wenn du tunst, direkt erstmal Garage und danach kannst du ihn überall abstellen. Ah, außer, warte mal. Jetzt kann ich sehen, ob die Leute mich verarschen. Wie meinst du? Wenn jetzt, weil ich schon mal welche hatte, die gesagt haben, die waren schon mal hier gewesen und haben Volltuning gemacht. Ja. Wenn ich das aber schon mal an den Auto verbaut habe, kostet nichts. Ja. Oh, manche kamen ja mal und haben gesagt, die hatten schon Volltuning gehabt und bla bla. Jetzt kann ich das alles schön sehen. Ich kann dann sagen, halt, stopp, du lügst. Ah, meine geil. Du lügst, du Arschloch. Kannst du da fahren? Tut ihn bitte einfach in die Garage. Dann mache ich direkt. Gut, weil bei mir ist es ja auch gut getroffen. Bitte schön. Ja, dann tue ich den auch mal kurz in die Garage und hol meinen Rolls-Royce wieder. Alles klar. Weiter. Wir fahren auch schnell mal in die Garage. Ja. Ja, wir müssen sowieso zum PD. Hast du gehört? PD fahren. Ja, genau. Also Funk hast du bestimmt mitgehört. Nee, oder nein, nein. Ja, die Streife 1 Code 7. Sehen wir. Die Streife 2 befindet sich gerade beim ADAC. Oh, könnte aber auch Code 7 gehen, komm. So, was wollt denn an? Der nuschelt mir so viel, ich verstehe ihn so schlecht. Bei Garagen. Ja, Streife 2, Code 7. Was der jetzt genau will, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der irgendwas sagen will. Schauen wir mal. Ja, wenn er ihm was sagen will, wegen hier so und so, so. Wenn ich den ausnahme, wenn der Streifen fahren, dann können die auch immer irgendwo ranhalten oder sonst was. Ja, werden wir gleich sehen. Ja. Wir machen das ja auch, jeder macht das, die können das dann auch machen. Die müssen ja nicht die ganze Zeit rumfahren. Ja. Wir könnten jetzt, theoretisch könnten wir sagen, wir machen jetzt Indiens als Kripo, weil wir haben zwei Streifen draußen. Aber... Ja, aber machen wir nicht. Nee. Wird ja auch zu langweilig. Wollte ich gerade sagen. Moin Jungs. Moin. Ich will euch nur jetzt einweihen wegen der Hochzeit. Aber ich will euch noch einweihen. Das geht alles nur wegen TikTok. Und ja, wir wollten gleich fragen, also die Tage, am besten am Wochenende, wegen der Polizeikolonne. Was für Hochzeit, was für TikTok? Also... Ja, red mal nur kurz auf sich.
Ich habe ja einen TikTok-Kanal und ich habe ja einen Heiratsantrag gemacht an Robin. Ah, habt ihr euch mal jetzt geoutet? Was? Nein! Ja, wenn ihr beiden doch heiratet, habt ihr euch beiden jetzt geoutet. Ja, dann schön. Wollten wir euch fragen, dass ihr bei der Hochzeit dabei seid. Mhm. Ich muss früh genug Bescheid geben, wann das ist, ja. Dann sind wir am Start. Ja, also ich muss ja an die Kollegen auch sagen, ich werde aber auch... Schreib mir den Funk rein. Ja, ja, bin ich da. Ja, du hast ja das Haus, oder? Ja, das ist mein Haus, ja klar. Ja, wenn willst dann die Feier bei mir machen, oder was? Was? Willst du dann die Feier dann bei mir machen, im Garten? Ja, genau. Ja, kannst du machen, können wir doch machen. Das wäre eine gute Idee. Ja. Deswegen, wollte ich ja mal fragen, weil wir wollen das jetzt ein bisschen so ausspielen. Mhm. Und, ja. Robin sagte mir, er ist nicht schwul, aber... ich bin auch nicht schwul. Wir sind ein Inkeim, da können wir schwul sein. Der Müll läuft nicht. Ey, warum ist schon mal im Müll, ne? Ja, aber ist doch schön. Ja, wenn die das nur EIC mappt oder sonst was, ist doch cool. Auch wenn es so ist, wollte ich gerade sagen, gibt's doch nicht... Also sowas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ist doch was Cooles und was Schönes. Aber jetzt die andere Streife. Ja. Also, ich sag kurz und knapp, ganz bündig, Hochzeit, ihr beiden seid auch eingeladen, von Robin und Andy. Ja. Die haben sich beide geoutet. Die wollen jetzt eine Hochzeit schmeißen. Das kommt alles dann aber noch im D-Funk. Ja. Danke, danke. Ja, wir wollten das euch jetzt sagen, weil nachher habt ihr keine Zeit. Nachher geht jeder, weiß ich nicht, schlafen oder nach Hause. Deswegen wollte ich nur kurz eine Besprechung machen. Ja, dann schreibt einfach, wenn ihr beide euch ein Datum... Ich muss dann auch mit Henry reden, dass wir vielleicht eine Limousine besorgen können und hinten und vorne so Streifenwagen sind. Unseitig. Henry kann auch Chauffeur machen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja klar, Henry hat doch sein Oldtimer. Ja, Oldtimer und hinten und vorne halt, nicht seitlich, sondern hinten und vorne Polizei. Das kriegen wir wohl, denke ich mal, bestimmt. Und ich würde auch gerne nicht nur die Kollegen einladen, sondern auch eure Freunde, Freundinnen, besser gesagt auch noch fremde Leute, die uns auch kennen, die würde ich auch einladen. Dann schreibt das einfach komplett im D-Funk rein. Ja, jeder, der gerne kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Dann hast du dann da, wo du, ja, wo ihr euer Ja-Wort geben wollt, kannst du Standort festlegen. Ja, und danach, wer Lust hat noch zu feiern, ja, dann gibst du meine Hausnummer an und dann könnt ihr zum Hausnummer kommen. Okay, super. Ja? Ich muss ja das noch mit dem Staat drüber sprechen, wegen dem Staatesamt. Ja. Ja, mit dem Staat und mit Alex würde ich drüber reden. Ja. Ja, Alex wegen Polizei, Polizeieskorte von Alex und mit dem Bürgermeister wegen Standesamt. Standesamt, genau. Genau, ja, ich könnt ihr mir da auch helfen, dass ihr an Alex ein bisschen darüber überredet und ich rede mit dem Bürgermeister. Da brauchst du den nicht überreden müssen. Da brauchst du den nicht überreden, der wird da zustimmen. Der ist ja bei 100%. Okay. Also sprich den einfach an und dann hat er da auch nichts gegen. Also das kann ich mir beim besten Willen bei Alex nicht vorstellen. Okay. Ja, ich auch nicht. Das wäre super. Ja, da wird der nicht so. Der, nee, also so. Nein. Er ist so kulant und so. Also, er ist ein cooler Chef, sagen wir es so. Ja. Deswegen wird er das auch machen. Chef. Ja. Vor allem in der Position. Wir hatten mal alles planen. Genug andere. Die Polizeikorde oder für die Hochzeit, das kann ich natürlich alles bezahlen, das wäre kein Problem. Ach, die Polizeiskorte geht aufs Haus. Du bist ein Arbeitskollege. Ich glaube nicht, dass da Alex dir irgendeinen Cent in Rechnung stellt. Also irgendwas. Ja, okay. Außerdem fahren wir sowieso, das ist dann eine Dienstveranstaltung und damit hat sich's. Also sowieso alles vom Staat bezahlt. Ja. Genau. Und ich will euch noch ans Herz legen, wenn jemand einen Einsatz reinbekommt, besser sagt mir es. Ein was? Einen Einsatz reinbekommt, wenn wir Einsätze kriegen. Ja, warte.
Warte, bis das Ding spielt bei mir verrückt. Ja. Sprich erstmal mit Alex und dann schauen wir mal, wie wir es machen. Und ja, ich wollte eigentlich sagen, wenn ein Einsatz reinkommt, dass wir halt alle in Dings bleiben, aber halt sie wieder unterwegs sind, so müsste ich mit dem Alex reden. Nein, nein, da werden wir eben kurz okay. Pause komplett machen. Okay, ich wollte gerade sagen, Quatsch mit Alex, aber ich denke mal, da gehen wir halt einfach alle off duty, fahren trotzdem so, wie wir sind und dann hat sich das. Genau, ich werde auch mit Julian reden, dass die Mafia und alle anderen nicht Blödsinn machen sollen bei unserer Feier. Da machen die nicht. Nein, da machen die wohl nicht. Wir sind ja, da sind mehr Polizisten als Mafia dann da, ne? Letztendlich will da keiner mit der kompletten Polizei anlegen. Mein Ziel ist eigentlich, ich möchte alle einladen. Ja, ach, das wird, denke ich mal, auch so, wir haben so ja zwischendurch schon viele Feiern gemacht, auch mit Mafia und mit die Hells Angels und so, und wenn die bei der Feier waren, dann haben die mitgefeiert und die waren einfach nur... Ich glaube nicht, dass da irgendwer crasht, weil das ist erstens mega dämlich und zweitens ist das einfach etwas, was man sehr, sehr schnell bereuen wird, weil da so viele Polizisten rumlaufen. Und ich müsste auch mit Alex reden, dass ich auch in der Autobahnpolizei eingeteilt werde. Das kannst du erstmal vergessen. Also ihr, alle die mit Autobahnpolizei, das könnt ihr erstmal komplett vergessen. Weil es wird sich noch teilweise noch einiges ändern. Okay. Dann mit der Autobahnpolizei, wir haben uns das auch nur so schon so gedacht wegen Autobahnpolizei, dass wenn genug Streifen da sind, dass dann die Leute, die Autobahnpolizei fahren möchten, die auch schon mit einem Streifenwagen auf der Autobahn fahren können, ne, dass die auch teilweise mehr auch Autobahn mitnehmen, Innenstadt mitnehmen, wieder Autobahn mitnehmen, ne? Das ist dann alles also ein alles, Problem. Das ist in allem einfach. Genau. Jo. Ne, das haben wir uns dann so gedacht, aber erstmal so, dass die Autobahnpolizei oder SEK zum Einsatz kommt, beziehungsweise aufgelistet wird, ist erstmal momentan leider nicht drin. Okay, kein Problem. Andere Frage, ich möchte ja als für Polizei, für meine Hochzeit jetzt so einen DJ haben, der vielleicht als Polizist noch tätig ist. Polizist als DJ. Wird glaube ich nicht passieren, also musst du mal gucken, ob wir da irgendwie das organisiert kriegen. Zur Not kann ich heute DJ machen. Ja, also ein DJ könnte ich machen oder Henry macht. Henry macht meistens auch immer DJ. Ja. Ich glaube, das sollten wir. Ja, das kriegen wir alles hinkriegen. Damit, okay, du machst einen Tag aus und wir setzen uns einen Tag vorher nochmal hin. Ja. Und planen das dann nochmal komplett in Ruhe. Ja. Weil du machst dir gerade um Sachen Kopf, wovon du gar nicht weißt, ob das überhaupt von Relevanz ist. Red da erstmal mit Alex drüber, rede da mit Julian drüber und dann machst du Nägel mit Köppen und dann ist gut. Genau. Weil sich jetzt hier, Entschuldigung, wenn ich euch da so unterbreche, aber sich da jetzt einen Kopf zu machen, wie man was, wie, wo, was macht, bringt überhaupt nichts, wenn du nicht von Alex eine Definition hast, wie er das machen möchte. Oder beziehungsweise ob ihr nicht schon das Go kriegt und ob das so alles klappt, dann deswegen klärt das erst mit Alex ab, dann mit Julian. Dann macht ihr einen Tag mit Julian auf und wenn ihr dann den Tag habt, setzt im D-Funk rein und wir alle dann, beziehungsweise, wir alle, die dann da sind, werden das dann einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, wie wir das dann komplett machen. Wegen DJ, ich kann DJ machen, Henry macht DJ. Okay. Sollen wir hinfahren? Bewaffnet, gegebenenfalls. Ja, dann mal alle. Na komm, komm, Einsatz. Dann fahren wir alle. Alle Code 3. Code 3, verstanden. Hast du Marker gesetzt? Ja, perfekt. Hab ich. Was an? Jo. Wir schauen mal, wo das ist. Ups. Oben Ölfeld da. Ich glaube, ist das. Jetzt krieg ich wieder Blitzer, scheißegal. Egal. Alex, Bescheid geben. Ja. Einmal.
warte mal. Ich glaube, der Stromkasten ergibt nicht noch. Nee, ich hab den Stromkasten ja nicht mitgenommen. Ja, aber knapp war es auf jeden Fall. Ja, ja, ich kann fahren. Perfekt. Ich bin auch gerade nicht angeschnallt, sehe ich gerade. Ja, auch nicht. Wurscht. Ich schnall dich nicht mal an. Ab jetzt mit Code 2, bitte. Hart geknallt. Strafe 2-10-4. Oh. Rechts. Oh, was ist denn hier los? Weiß nicht. Bitte noch kurz zurückhalten, ich gebe das Kommando dann. Er hat den vier Kollegen verfolgt. Ja, 10-4. Ja. Hier wird automatisch mit aber mehr. Schönen guten Tag. Noch einer! Ne, ich hab noch welche. Was ist denn hier passiert? Vermutlich eine Schießerei zwischen Hells Angels und dieser Gruppierung. Als wir ankamen, haben die Hells Angels mich dazu aufgefordert, einen von ihnen wiederzubeleben. Ja. Habe ich dann auch getan, danach sind sie sofort abgehauen. Okay. Als wir hier oben ankamen, waren die alle bewusstlos auf dem Boden. Reanimation laufen gerade, Wiederbelebungsmaßnahmen. Und eine Dame fehlt wohl noch. Das ist die einzige Zeugin, die nicht bewusstlos war. Also vermutlich Entführung oder wie? Nee, die wurde wohl gerade angefunkt und wird gerade hierher geordert. Achso, okay, sehr schön. So, sehr schön. Ja, dann die Hells Angels haben sie mit einer Waffe bedroht, oder wie? Ja, 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 sie haben mir ins Bein geschossen. Ins Bein geschossen? Nicht genau so mehrmals. Damals. Also, wem wurde jetzt hier im Bein geschossen? Die, ich glaube doch. Einmal Arme heben. Ah, okay. Okay. So. Dann müssen wir mal klären, wo. Wem gehört der goldene BMW? Können Sie eben kurz einmal den Motor bitte ausschalten? Ein Kollege bitte noch mit hochkommen. Also einsteigen mal. So, das waren alle, glaube ich. Wiederholen. Wo ist denn... Ein Streifenwagen nach oben fahren, bitte. Ja, verstanden. Streife 2 kommt. Es waren alle. Streife 2, ihr bleibt stehen. Ja, perfekt, vielen Dank. Eine Skala von 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 der größte. Wo sind wir? So, Dann Kategorie. Ich glaube, die beiden können wir schon als erstes vernehmen, oder? Ja, aber ich werde dazu nichts sagen. Bei einer Skala von 0 bis 10, 0 also, kein wollen Schmerz, sich dazu nicht 10 äußern? Der größte. Wo nein. Liegen? Ich glaube, meine anderen Jungs auch nicht hier sitzen. Wir können die Medics befahren, aber. Okay. Also, wollen sie auch keine Anzeige erstellen? Ihnen geht's soweit gut? Ja, mir geht's wieder soweit gut, ja. Gut, dann Kategorie Gelb. Grün. Dann haben wir zwei mit der Kategorie Gelb. Einmal der Herr, der gerade von Lee behandelt wird, und einmal den da hinten, der hat eine Schusswunde auch am Bein. Okay. Gut, haben wir jetzt alle fünf. Ja. Ja, und die es fehlt wohl noch eine Dame, aber wo die ist, habe ich keine Ahnung. Oh. Nehmt mal bitte die Personalien von allen Beteiligten auf. Gut, dann muss man oder von allen. Genau. Von denen den Filmriss also Rettungsdienst nicht. Kann und der Polizei eine Aussage Rettungsdienst kann. Nicht, nein. Ja, alles klar, nur zu verstanden. Machst du den rechten von Oberhemd, ja, dann mach ich aber erstmal die anderen den beiden würde ich jetzt erstmal dringlichst ins Krankenhaus bringen. Dennis sieht so aus. Und, also wir müssen jetzt selber mal schauen. Anzeige stellen oder sich nicht zu äußern, das wird nämlich staatlich verfolgt. Dass hier nämlich zu einer Schießerei kam. Was da eigentlich da oben nicht loskommt? Anzeige nicht. Entweder ja, erklären wir das, das selber mit denen oder. Nein, das wird auch schon alleine vom Staat. Vermutlich Schießerei zwischen Mafia und Hells Angels. Hells Angels flüchtig. Aber noch nicht Fahndung einleiten. Das wären dann bitte alle Einheiten, weil Hells Angels sind als gefährlich eingeschoben. Komm.
Ja, C4, ich hab's heute Morgen gemerkt, dass sie gefährlich sind. Die haben mich mit Langwaffen rausgeholt. Einer hat einen Sniper und einer hat einen MP. Mhm. Der auf dem Boden sitzt. C4. Geht mal hin. Auf jeden Fall. Genau, die anderen Herren nehme ich auch mit bei der. Aber ich traue sie auch zu, dass sie auch Exklusivwaffen haben. Ja, das habe ich damit. Servus, Kippenmaster. Also, der Herr ist der Einzige mit der Kategorie Gelb. Also würde ich sagen, den transportiere ich in meinem Krankenwagen. Der andere Herr mit der Schusswunde, dem geht soweit gut. Den könnt ihr im Notarzt mitnehmen. Gut, dann die Person nochmal durchsuchen. Hab ich? Nee, ich meine Gelb. Ja? Mann. Person nochmal durchsuchen dann alle. Die anderen Herren, denen geht soweit alle gut. Durchsuchen? Soweit kein Abtransport ins Krankenhaus benötigt. Alles klar. Und dann, bei denen, denen es natürlich geht, bei den anderen, da werden wir Streife 3 mitschicken als Polizeibegleitung. Ja. Bei ihm hier, der am Boden sitzt. Wir fragen nochmal nach. Warte mal. Ihr müsst mit ihm ins Krankenhaus, oder? Bitte? Ihr müsst mit ihm ins Krankenhaus, oder? Ja, ja. Ja, dann begleitet euch eine Streife. Gut, okay, super, danke. Okay. Die Streife 3 auch ebenfalls mal bitte genau, hochkommen. Dann nehme ich den RTW mit. Streife 3, den hier. René? Ja. Junger Mann. Die Streife 3 schicke ich mit beim RTW. Ja. Alles klar, dann macht dann eine Begleitung. Nehmen Sie mal mit hoch und dann gehen wir mal Richtung RTW. Machen wir dann jetzt. Warte. Aber noch nicht losfahren, bevor die Streife da ist. Ja. Die begleitet euch. 07 im Dienst. Ja. Ja, Leitstelle hat verstanden. So, Streife 3. Ihr seid Streife 3. Ja. Einmal bitte den RTW ins Krankenhaus begleiten. Vermutlich bewaffnete Personen, sobald wie möglich. Im Krankenhaus einmal durchsuchen nach Waffen. Ja, Waffen, ja. Am besten in der Nähe vom Arzt die ganze Zeit bleiben. Arzt weiß Bescheid, bitte begleiten. Ja, ist ja. Genau. So, Nils? Ja? Dann wartest du noch kurz. Code 3. 10-4. Ich höre nicht, der regt so laut. Ja, warte kurz auf Max. Ja. Polizei, Notruf, hallo? Ich bin's, Dennis. Ah, Dennis, ja. Also, ich bin im Dienst jetzt. Okay, ja, hat sich soweit erstmal aufgeklärt. Wir würden dann gleich zu die Hells Angels fahren. Wenn du dich schon mal in der Nähe platzieren könntest. Jo, mach ich. Alles klar, wir sind dann auch gleich auf dem Weg. Ja, aber jetzt müssen wir ein bisschen langsam machen. Hast du das mitgekriegt, dass die... Ah, die sind jetzt weg. Ja. Bitte? Dass die... Streife 3 ist noch da, ne? Ja, Richtung... Warte mal. Richtung was? Ich hab dich nicht verstanden, weil René gerade zwischen dir... Und... Frag René, was mit Hells Angels. Wegen dem Gespräch mit Alex. Richtung uns? Ja, frage ich mal. Ja, nee, also einfach René fragen wegen dem Gespräch mit Alex mit Hells Angels. Da weiß er schon, was ist. Alles klar. Das sollst du erklären. Ja, hey, Schlafmützen hinterher! Nö. Nee. Mann, ich habe gesagt, die sollen den eben schnell durchsuchen, illegale Waffen, Sachen abnehmen und die sollen Vorsicht geboten. Ja, die sind gerade hinterher. Streife 3 bitte erst im Krankenhaus durchsuchen. Erst im Krankenhaus. Ja, weil jetzt, hab ich gesagt. Weil jetzt bitte erst im Krankenhaus durchsuchen, sobald die Person stabil ist. Nein, das habe ich gesagt. Ja, trotzdem nochmal zur Sicherheit, weil Andi hat da so ein paar kleine Verständigungsprobleme. Deswegen. Ja. Hallo? Boah! Ich muss mal eben fragen. Ja. Wer hat identifiziert, dass es die Hells Angels waren? Einer vom Rettungsdienst. Einer von den Sunnies. Okay. Deswegen, wir wollen da jetzt gerade nur hinfahren und einfach nur ganz normal und dann einfach nur fragen, ob die irgendwas wissen, weil, ob die weil das Ding ist, ich habe mir das gerade eben angeguckt, es wurde zum Beispiel auch, Lilly wurde heute Morgen erschossen, ne? Mhm. Ja, tot.
Ja. Und dann wurde gesagt, so, ja, wir wussten ja, dass die Hells Angels sie erschossen hat. Und dann haben wir, dann wurde gefragt, aber. Ja, woher wisst ihr das denn? Ne? Jungs? Ja. Warte eben ganz kurz, warte. Bitte. Und da hieß es, ja, sie war ja nur verletzt. Und darum konnte sie das noch erzählen. Das ist Fail, Epi, sie war tot, sie kann sich ja nichts erinnern. Ja. Und darum dachte ich, das wäre jetzt nämlich auch so, weil von den Leuten, die hier tot waren, konnte es keiner wissen. Und die gut, die Sunnies haben halt gesehen, dass Hells Angels hier waren, aber die haben nicht gesehen, dass sie geschossen haben, ne? Deswegen wollten wir die einfach nur ganz normal befragen. Also ganz normal keinen Stress machen oder sonst irgendwas, ne? Ja, aber seid vorsichtig, wenn ihr dahin fahrt, ne? Ja, ja, ich kenne das. Also einfach Hände nach oben ans Tor, genau. Die reden ja. Ja, also alles klar. Ja, am besten rede ich dann und dann. Ich habe das ja gestern schon mitgemacht. Alles gut. Ja. Wir aber schon hin. So, Josef, komm mal eben mit in die Halle, die vorne rechts ist. Welche ist nicht. Aber warte, geht mal eben beiseite. Vorsicht, zur Seite. So, so. Nee, geht nicht. Du musst ein Stück laufen. Lauf mal eben, Zur Halle, ja genau, da lang, genau. Geradeaus, renn mal. In die Halle rein. Ich war dabei. Boah. Um mir das mal anzugucken, aber es, ja. Du siehst es jetzt nicht, ne? Das ist jetzt OOC. Ja, ich sehe es. Und das mit dem Schusscall ist alles super gelaufen, aber das sind halt die Jigsaws, weißt du? Mhm. Und ich habe das so ein bisschen getriggert, dass die Jigsaws jetzt mal auf den Deckel kriegen. Ja. Ne? Damit, wir da das Fail-RP mal aufdecken. Weil, wie gesagt, die konnten das nicht identifizieren, ne? Aber es wird immer rumgelabert und so gemacht, getan. Mhm. Also, darum habe ich mir das mal als Angel mit angeguckt. Jo, wenn ich das mal live mit habe, weil sonst heißt es wieder, ja, Support, bla bla. Wir haben das auch alles geklippt, sodass alles safe ist. Aber nur nicht wundern, wenn ich da gleich auch stehe, ne, bei den Angels. Also, alles klar. Ich bin nur ein bisschen jetzt hier ein bisschen aktiv unterwegs und guck mir die ganze Scheiße an, was hier so passiert. Jo, okay. weil die Angels sich echt Mühe geben mit RP und dann kommt sowas. Ja, wir wussten das. Und der zum Beispiel, hier Manuel Schweizer, ja, ne, hat auch Andi, ruhig irgendwie OOC-Nachrichten per Discord an von den Angels. Ich So, René? René? Ja? Auf geht's. Ja, alles klar, auf geht's. Die Streifer 1 ebenfalls unterwegs jetzt zu den Hells Angels. Ich muss unbedingt eben schnell raus. Scheiße, ja. Schatz, hast du noch eben kurz Zeit? Fahr da eben schon mal alleine hin, Schatz. Ja. Dann ruf mich an und dann ruf ich Thomas an. Ah, ey, jetzt hier nur Probleme, ey. Okay. Leitstelle hört kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir Verstärkung brauchen, weil dieser Person hat gerade mit dem Handy irgendwas gemacht. Ich glaube, wir wollten Verstärkung. Ja, dann soll die Streife von Hells Angels soll dann zur Verstärkung kommen. Ja, wir schicken gleich Verstärkung. Weil wenn wir beiden. Sind wir. Ach. Was wissen wir jetzt mal?
der Straße lang. Ja. Frage, welcher Streifen sind gerade bei den Hells Angels kommen? Streife 3. Streife 3 ist am Krankenhaus. Achso, sorry, ja. Falsche Aufruf. Warte. Ach, das ist Dennis. Dennis soll einfach zur Versteckung kommen. Ja. Fahr du mal zum Krankenhaus, bitte. Als Nachverstärkung, danke. Jo, mach ich. Hi. Wenn man schön, hat, kann ich euch helfen? Ja, dürfen wir die Hände runternehmen? Ja, natürlich, natürlich. Ich brauch keine Angst haben. War, es geht um die Schießerei an Ölfelder. Was denn für eine Schießerei? Ja, da hat ein Sanitäter gesagt, dass einer von ihren Leuten da gesehen wurde. Deswegen sind wir einfach jetzt erstmal hier vorbeigekommen und einfach mal nur zu fragen, ob sie davon was wissen. Okay, also es wurde einer von unseren Jungs gesehen. Genau, also von der Sanitäter aus. Die anderen, die da lagen, die waren alle bewusstlos. Die können sich ja zunächst mal äußern und die haben auch gesagt, die wollen sich auch zunächst äußern. Aber vom Start aus müssen wir da erstmal hinterher. Und deswegen sind wir da einfach jetzt auch erstmal nur in guten Absichten, ohne Stress oder so, sind wir da jetzt einfach mal hier hingekommen und auch zu fragen. Ob ja. Das Ding ist, ich habe, also jemand hat mir gesagt, er hat einen Platten. Und okay. Es kann sein, dass es dort geschehen ist, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Mhm. Es kann gut sein, dass er dort war, aber ich glaube nicht, dass er... Ich habe mir auch nicht sozusagen die Rechte gegeben, irgendwelche Gewalttaten zu verüben. Okay. Ja, vielleicht hat er ja aus Notwehr gehandelt oder so. Das könnte ja auch gut möglich sein, weil wenn man sich ja bedroht fühlt oder so, dann ja, dann greift man da auch zu, ne? Ja, das Ding ist halt, sobald sich einer meiner Jungs bedroht fühlt, dann habe ich ihm gesagt, dass er dann, so läuft das bei uns, dann muss er das durchfunken oder mich anrufen oder sagen, weil ohne Erlaubnis lasse ich keinen von uns schießen. Okay. Weil, wie gesagt, wir sind keine Bande oder Mafia oder was, wie ihr uns sehen wollt. Nein, wir sind euch ja ganz normal, ne, als Motorradclub. Genau, die irgendwie sinnlos rumballern. Nein. Ich habe nur gehört, dass einer von meinen Jungs einen Platten hat und sich darum kümmern will, dass sein Motorrad wieder läuft. Ja, okay, weil da hinten an der Ölfelder steht nämlich ein Motorrad. Und... Aber keiner von euch zu sehen oder so, auch wo wir ankamen, war keiner von euch zu sehen. Ja, wir hatten gerade eine Besprechung hier. Darum, der andere gesagt hat, ja, ein kleiner Unfall. Er will sich darum kümmern, dass sein Motorrad läuft und dass er schnell wieder zu uns kommen kann. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben da keinen von euch vor Ort angetroffen oder beziehungsweise auch nicht weglaufen oder fahren sehen. Ne? Deswegen sind wir dann einfach mal hier hingefahren, um zu fragen, ob ihr vielleicht was wüsstet oder so. Okay. Ja, aber wenn so nicht ist oder so, wenn sie dann oder ihre Kollegen dann vielleicht was hört oder so, dann können sie uns das gerne mitteilen. Natürlich, mal Bescheid geben. Natürlich. Weil nicht, dass das nachher in, ja, wie man so sagt, im Bandenkrieg endet oder so, ne, das wollen wir ja alle nicht. Wieso, was waren denn dort für Leute, wenn ich fragen darf? Die Mafia war da, wie nennen die sich? So, ich glaube die Schicksals sind das, oder? Das, oder? Irgendwie sowas. Mhm. Okay. Ja, die Schicksals waren das, ne? Mhm. Schicksals? Ja, genau. Ja. Okay. Ah, die Schicksals sagen mir nichts. Ich kenne nur eine Trompete, die hier in der Stadt für Wirbel sorgt. Okay. Aber wie gesagt, wir hatten gerade eine Besprechung. Mhm. Und ich hoffe, meinem Jungen geht es gut, weil er ist immer noch nicht aufgetaucht. Ja, wenn Sie möchten, können Sie nochmal durchfunken. Wenn er dann nicht antwortet, können wir dann Augen aufhalten. Sag mal, wenn wir den sehen, dann direkt Bescheid sagen. Ja, das ist weil oder nicht, dass er doch dann irgendwie da doch irgendwie bewusstlos liegt, wenn er nicht durchfunken konnte, beziehungsweise oder nicht Bescheid geben kann. Weil dann würden wir da nochmal vorbeifahren und mal schauen. Okay. Ja, das klingt sehr gut auf jeden Fall. Ja, dann würden wir da nochmal vorbeifahren, falls Sie dann
Von mir aus können Sie jetzt eben kurz da durchfunken oder durchtelefonieren. Wenn Sie da nichts hören, dann fahren wir da nochmal eben kurz vorbei, gucken die letzten Ecken. Ob er da nicht doch vielleicht bewusstlos liegt, weil da zählt ja dann jede Minute. 40, Code 9. Ja, ist sowieso ein bisschen ein verrückter Junge, weißt du. Okay. Der wird sicher wieder auftauchen, denke ich mal. Ja. Und wenn er nicht auftaucht, dann hat er halt ins Gras gebissen. Ja. Aber da wollen wir mal nicht von hoffen. Ja, das hoffe ich auch nicht, aber der ist ein zäher Junge. Ein sehr, zäher Junge. Also noch ein bisschen grün hinter der Wand. Ja, also der wird das schon überleben. Ja. Na gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Dann können wir das Motorrad da wegholen? Ja, das könnt ihr machen. Also, ja, ist das, glaube ich, sowieso noch kaputt, soviel ich weiß. Ja, dann vom BADAC und dann... Ja, da könnt ihr es ruhig abschleppen lassen, kein Problem. Ah, alles klar, dann lassen wir das abschleppen. Und dann, wenn Sie dann noch was hören oder so, können Sie gerne... Ja, natürlich, mache ich das. Einfach anrufen oder irgendjemanden kontaktieren. Das werde ich machen, natürlich. Okay, super, dann wünsche ich Ihnen und euch allen dann noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich euch beiden auch. Ja, klar. Dankeschön. Servus. Einen wunderschönen. Tschüss. Servus. Na, dann fahren wir nochmal zu den Ölfeldern. Jo. Schau mal. Ich habe gesagt, dann fahren wir jetzt noch mal eben kurz zu den Ölfeldern. Ja, ja, habe ich schon. Wegen der Motorrad. Ja. Ja, toll. Ja, haben wir nur eine Aussage. Mhm. Ja, dass sie sich da auch nicht zu äußern, das war ja klar. Ja. Aber ja, was soll man machen? Kannst du nichts machen. Kann sie nicht zu einer Aussage zwingen. Nein, nein. Ja, können die ja nicht. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Ne? Also, ja. Zwei Namen haben wir schon mal. Einmal Billy Russo und Alfredo Alberti. Ja. Wurde. Ja, die können wir nur als Zeugen, ja, nicht wirklich als Zeugen, die waren ja ohnmächtig, ne? Aber ja, vor der Tat können die noch beschreiben, was war. Ja. Ja. Nochmal, ich suche nochmal den Standort aus. Na, Standort, ich weiß schon, wo das ist. Sicher? Ja, ich hab's mir gemerkt. Perfekt. Ja, dann schickst du mal eben kurz ein Dispatch. Ich gehe mal hier mal einfach mal ein bisschen durchgucken. Ja, ich ruf mal den ADAC an. Ja, dann ruf mal ADAC an. Ich gehe mal eben kurz hier ein bisschen durchgucken, rumgucken, ne? Jo. Weil vielleicht liegt doch noch oder irgendwo einer noch. Hallo? Ja, guten Tag, der Lanzer vom Kriminaldienst. Ich bin bei der 9377 oben. Dort ist ein Motorrad zum Abschleppen. Ach, die Ölfelder hier oben. Genau, die Ölfelder. Also direkt bei der Nummer 7377, da steht oben so eine Halle. Ja. Dort sind wir auch im Moment. Wir warten dann auf Sie. Okay, dann komme ich angefahren. Alles klar, danke. Servus. Die 29 von der 89.
bin hier. Ach da. Ja, ich habe gerade schon gesehen. Okay. Alle ja, ziehen ist unterwegs. Ja. Der kommt gleich und dann schauen wir mal. Ja, sollen wir so lange hier auf ADAC warten, oder? Ja, warte mal vorne am Auto. Kollege, ja. Kommst du hier? Warten wir eben kurz hier. Ja, ich wusste, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Dennis in die Streife gegangen ist. Ich schon. Soll ich nicht. Deswegen bin ich ja zur Seite. Die Leitstelle an die Streife am Krankenhaus kommen. Ja, bitte mal um aktuellen Lagebericht. Ein wunderschön. Ja, es geht hier um das Motorrad, das muss abgeschleppt werden. Also nur abgeschleppt werden oder gleich. Alles. Gleich inbound. Machen wir so. Ja, inbound. Genau. Ja. Ja gut, die Frage ist, ich kann es auch sicherstellen im Palito Bay Open gegen Kaution. Nee, das brauchst du nicht. Kaution ist einfach nur 5000. Haben wir doch gleich. Kurz und schmerzlos. Ja, das ist. Nee. Oben muss das nicht hin. Das ist so, ich hab schon was zu arbeiten, aber. Ja. Können Sie sich das vorstellen, dass ich seit 4 Stunden wach bin und seit 4 Stunden erste Einsatz ist? Was? Ich bin seit 4 Stunden wach und seit 4 Stunden das ist mein erster Einsatz. Das ist der erste Einsatz jetzt. Ja, seit 4 Stunden. Alter. Ich weiß nicht, was die anderen zu treiben. Fahren die mit kaputten Autos fliegend oder. Keine Ahnung. Ja. Ich hab vorhin ein Polizeifahrzeug gesehen, das war sehr demoliert. Oha. Ist einfach weitergefahren. Ganz normales okay. Streifenfahrzeug, oder wie? Streifenfahrzeug war das, ja. Es war ein Audi, das ist ein Audi-Kombi. Ja, von alle meistens jetzt. Da ist schlecht dann zugeordnet, aber da können wir dann mal nachfragen. Ja, vorhin. Aber recht ja, nicht kaputt. Geben Sie es auch an Ihre Kollegen weiter, wenn eure Fahrzeuge beschädigt sind, kommen Sie beim ADAC vorbei. Die Reparaturkosten müsst ihr nicht ihr bezahlen, sondern es bezahlt ja das Präsidium. Ja. Ja, genau. Ja, das, normalerweise das wissen die das alle. Normalerweise? Ja. Du sagst es. Ja, weil das Fahrzeug sah vorhin so aus, also vorne war auf jeden Fall eingedrückt. Okay. Hinten war eingedrückt und ja, das ist in meinen Augen nicht mehr verkehrssicher. Nein, eigentlich nicht. Aber dann muss ich dann eventuell nochmal Weg nochmal ansprechen, wenn ich es mal überschreibe. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß ja auch nicht genau, welches Fahrzeug, also wer der Fahrer des Fahrzeugs war. Wir machen das gleich, wenn Einsatz vorbei ist. Wir treffen uns alle im PD und dann werden wir da mal komplett rumfahren. Wer vorhin den Kapitel Fahrzeug hatte. Also das müsste der gewesen sein, der mich mit meinem ADAC Passat an der Kreuzung nochmal geschnitten hat. Der war auf der Geradeausspur. Und kurz vor der Haltelinie hast du doch mal dafür entschieden, auf die Rechtsabbiegerspur rüberzuziehen. Knapp vor meinem Fahrzeug. Okay. Also wenn ich nicht gebremst hätte, hätte es gekracht. Interessant. Ja gut, ich dann werden wir nachher mal nachfahren. Genau. Und dann werden wir dort auch nochmal die Leute, die jetzt gerade da sind, werden wir dann auch nochmal sagen, wenn Schaden am Fahrzeug sind, zu stark, sagen wir es mal so, ja. ADAC anrufen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt vorhin die Mitteilung rausgehauen, dass ab sofort für niemanden mehr Skits gibt. Ja. Und die es leiden quasi die drunter, die eigentlich ordentlich machen, die auch zum ADAC kommen und das Fahrzeug reparieren. Es müssen ja. Auch die drunter leiden, wenn halt kein ADAC wach ist, haben es halt erst. Ja. Dinge, im Moment sind ziemlich halt noch viele Packs unterwegs, ne? Ja, ich weiß. Also ich habe ja auch, ich habe jetzt auch die letzten Tage wieder mal ein paar Stück verkauft. Hm. Betone aber immer wieder dazu, die nur zu verwenden, wenn kein ADAC wach ist. Weil dann haben sie eigentlich einen Sinn. Ja, aber... Dafür sind sie ja auch gedacht. Ja, aber da halten sich, denke ich mal, fast gar keiner dran. Das ist das Problem.
Richtig, weil wenn du irgendwo Sandy Shores oben stehst und dein Fahrzeug ist gerade im Arsch, dann hast du keinen Bock, halb schon zu warten, bis da der Thema auftaucht. Ja, genau. Dann wird halt mal schnell das Fix-Kit benutzt. Ja. Dürfen sie die alle noch alle benutzen, aber es wird uns. Ihr kommt eh vergünstigt weg. Ihr kommt. Ja. Weil ich weiß, ich habe jetzt den Generalpreis festgelegt für die Fahrzeuge von 50.000. Eigentlich wollte ich 150.000 machen, da hat jetzt hier auch ein bisschen was verdient. Aber boah! Da, ja. Aber euer Chef gemeckert, hatte die Audis noch keine 150.000 Pferd. Also ich muss ja auch was verdienen. Was bezahlst du so dran, wenn ich fragen darf? Ich? Ja. Wenn du jetzt so ein Auto reparierst oder sagen wir es mal, ne? Also wenn ich jetzt euer Fahrzeug reparieren würde, ja? Ja. Bei dir 50.000, sagen wir mal, ich habe die Anfahrtskosten, Abschlusskosten in der Stadt, lassen wir einen Reifen noch kaputt sein, der Motor ist im Arsch, eine Scheibe ist hinüber, Front- und Heckschürze ist im Arsch, linke Seitenschürze. Ja, dann kriege ich vom BD ganze 9.000. Und wenn ich jetzt so privat wäre? Privat wäre, es kommt drauf an, wie viel dein Fahrzeug wert ist. Wenn ich den jetzt, ich habe meinen Nissan, habe ich für 200 von der Platte gekauft. 200.000? Ja, genau, 200.000. Der Nismo GTR. Ja, Moment. Den habe ich 200.000 von der Platte gekauft. Erstmal das Auto mal komplett kaputt sein, ja? Kraftstoffschrank im Arsch, Scheibe im Arsch, Auto im Arsch, Frontschutz im Arsch, alles im Arsch, ist alles im Arsch. Arsch. bin ich bei 53.000. Ja, das geht ja noch. Das halt dass alles komplett Totalschaden ist. Ne, es wurde danach geschrieben, dass ich einen prozentualen Rechner mache, der die Preise quasi, wir haben hier Motorwechsel vom PKW 8% von okay. Einkaufspreis. Ja. Direkt, ne? Das ist auch beim Kraftstofftank so und bei Front- und Heckschürze und Seitenschürze links und rechts. Prozentual okay. gerechnet. Ja. Frontschürze, also die ganzen Seiten, ganzen Anbauteile 3% gerechnet. Der Kraftstofftank mit 5% vom Einkaufspreis. Ja. Dann ist es halt auch fair gegenüber denen, die halt für ihr Fahrzeug, was ich nur 20.000 bezahlt haben. Ja? Ja. Die bezahlen halt dann auch dementsprechend ihren niedrigen Preis. Ja. Die halt, was ich 900.000 oder so fürs Auto gezahlt haben, die zahlen halt dementsprechend ihren hohen Preis dafür, weil je teurer das Fahrzeug, desto teurer die Teile halt. Ja, ist ja auch so. Ja, ich habe bei Porsche kostet auch einfach nur ein Stoßdämpfer schon allein 1.000 Euro. Richtig. Ja. Und ich habe jetzt an den Preisen noch ein bisschen geschraubt, also an den Prozenten. Mhm. Ich hab vorher mehr verlangt und ausgebranntes Fahrzeug zum Beispiel verlange ich 20% vom Originalpreis. Ja, weil das ist ja Totalschaden komplett. Genau. Totalschaden, da wollte ich ursprünglich 60% machen, das wäre aber zu heftig gewesen. Boah! Naja, du musst überlegen, wenn es auf. Ja, aber so normalerweise, wenn man Wheel macht, ne, dann ist das Auto hinüber, dann kannst du gar nichts mehr machen. Ne? Richtig. Wenn es im Arsch ist, kriegst du gar nichts mehr dafür. Ja. So ist es halt, es wandert das Impound rein, ja. Mhm. Du kannst es für 5.000 rausholen, deswegen habe ich gesagt, da berechne ich auch was dafür. Ja. Weil sonst lachen diese Leute sich kaputt, die machen ihr Auto richtig zu Schrott und holen sich. Lass es einfach stehen. Wieder raus, ja genau. Ja. Deswegen berechne ich da auch was. Jetzt bin ich bei 20%. Jetzt ist halt kommt halt roundabout hier der Fans, einer von den beiden, die haben ein Fahrzeug für 900.000. Mhm. Wenn ich jetzt die Anfahrtskosten habe, ich habe einen Reifenwechsel, 8% Kraftstofftank, Scheibe oder ganzen Schürzen im Arsch, dann zahlt er halt 228.000, ne? Ja klar, ist auch ein teures Auto, ne? Ist ja klar. Ne? Und somit kann keiner mehr sagen, er ist benachteiligt, bevorzugt, wenn ich einen Fixpreis mache, dann sage ich mal 40.000 und dann kommt da einer her mit dem Golf 1, der gerade mit 2.000 kostet und muss 40.000 bezahlen. Ja. Ja. Der fühlt sich ja dann ein bisschen verarscht. Ne? Ja, genau. Ja, genau. So ist das vernünftig dann, wenn du Preiskosten hast, zum Beispiel du hast den Stand, Preis, so was das Auto kostet, so und so viel, davon Prozente, fertig. Das ist richtig. Akzeptabel. Ja. Ja. Und die Preise sind jetzt auch nicht so teuer. Ich habe Anfahrtskosten 1.000er, Abflugkosten 1.500. Ja.
Die Scheiben kosten 150, die Reifen 250 und die Scheinwerfer und Rückleuchten kosten jeweils 175. 3 für 3 mit einer Person fest. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Also, das ist nicht, wo man sagen kann, ein Reifen für 250 Euro, Alter, ist teuer. Das ist noch günstig, das ist noch günstig. Ja, wir müssen weiter, wir haben eine Festnahme. Ja. Ja, dann lass dich mal nicht aufhalten. Ja. Nimm die fest, knippe die nieder. Ja, der ist schon festgenommen, deswegen müssen wir zu PD. Verdammt. Ja, aber, nicht mit dem Knie in den Nacken rein. Ja, so. Nein. Das fällt da schon unter Körperverletzung. Aber jetzt muss ich hier im Black Lives Matter Schild basteln. Ja. Ja, alles klar, dann noch würde sagen, ruhigen Dienst, aber ein bisschen was zu tun. Wenn er noch ruhiger wird, schlafe ich ein auf der Couch. Ja, dann glaube ich auch. Ja, alles klar dann. Ja, wir sehen uns noch. Jo, wir sehen uns. Klar, ja. Servus. Jetzt bin ich mal gespannt, wen die festgenommen haben. Wahrscheinlich den aus dem Krankenhaus. Aber weswegen? Das werden wir gleich herausfinden. Ja. Und worauf wir jetzt echt achten müssen, die müssen die verdammte Belehrung machen. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, ob die gemacht haben. Ja, das ist das Erste, was ich frage. Mir ist egal, ob sie den, warum sie den festgenommen haben. 46, komm. Das ist 6. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Robin. Ach, seine. Wer ist denn eigentlich, der Mann oder Frau? Gute Frage. Ach. Aber ist cool. Ja, das stimmt. Mal was anderes. Ja. Wenn wir die Belehrung nicht gemacht haben, dann sind wir erstmal am Arsch. Ja, dann können wir den wieder laufen lassen. Richtig. Weil die müssen direkt an Ort und Stelle die Belehrung machen. Ja. Ah, fuck, man. Warte, ich nicht hier. Ja. Ja, sonst fahren wir hier noch 3 Stunden. Ja, 3 Stunden nicht. Ich hätte jetzt. Okay, ja doch, ich wäre gerade ausgefahren und hätte gepasst. Künftige Sprung, wir kommen hier ums hier an. Alle Wege führen nach oben. Ja. Nur ein paar Wege dauern länger. Ja, also wären wir über Palito gefahren, dann hätte ich mich über deine Ortskenntnisse. Ja, das wäre dann fragwürdig geworden. Ja, genau. Darauf wende ich hinaus. Wenigstens war Tommy da von Hells Angels. Ja. Dann kann man wenigstens in Ruhe reden. Oh. Sag mal, kann das sein, dass die Einreise für neue ab jetzt oben am Flughafen ist? Weiß ich nicht. Weil ist mir vorhin aufgefallen, dort ist Shop, dort ist Kleidungsladen und sowas, Sixt ist sowas. Ach so, nee, Reisungsort ist da nicht mehr. Das ist, du kannst ja jetzt alles kaufen. Du kannst ja auch deinen Flugzeug-Hubschrauber kaufen, alles, ne? Wäre aber besser, wenn die Einreise oben am Flughafen ist. Ja. Finde ich. Oh, jetzt schauen wir erstmal. Ah, jetzt ist er. Gut. Frage? Ja. Frage? Belehrung Frage. Durch? Belehrung durchgeführt? Ja, haben wir gemacht. Ich hab die Belehrung durchgeführt. Perfekt. Dann einmal im Verhörraum 1, bitte. Ja. Grund? Hier lang.
Und einmal rechts hier vorne. Ja, links. So, rechts. So, halt, Robin. Ja. So, Grund, 3 Meter bitte reden. Warte. Ja. Gegen Grund, deswegen warum? Gehaftet. Hä? Warum festgenommen? Wegen Tatverdacht, Schießerei. Okay, durchsucht? Ja, keine Waffen dabei, rein gar nichts. Ja, das ist ja schlechter Katz, den ich festnehmen. Weil er kann auch Opfer sein. Ich gehe jetzt außer Dienst. Schönen ja. Schön Feierabend. Alles klar. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Weil ja. Er könnte nämlich auch Opfer sein. Ja, wie gesagt. Ja. Ich glaube, ich bin echt nicht für den Job gemacht, ey. Ich mache so viele Fehler zur Zeit. Ach, das kann hier immer passieren. Frage mal nach, warte. Ich will mal kurz rein zu ihm. Warte, bleib du mal bitte da. Ja. Ich mach das schon. So, guten Tag, der Herr. Guten Tag. Wir haben Sie ja oben an den Ölfeldern vorgefunden. Wollen Sie sich zur Sache irgendwie äußern, was da vorgefallen ist? Viel habe ich halt nicht mitbekommen. Ich wurde da halt nur hingebracht als Druckmittel. Als Druckmittel, okay. Können Sie irgendwas zu sagen, was dort geschehen ist? Auf jeden Fall haben sich da zwei verschiedene Parteien getroffen. Mhm. Und auf einmal, da waren so Leute mit Motorrädern. Ja. Zu, weiß ich nicht, zu siebt oder sowas. Die haben einfach angefangen, auf die andere Partei zu schießen. Dann wurde ich als, ich das Druckmittel halt dabei mit verletzt. Okay. Passen Sie mal auf, ich nehme Ihnen als erstes erstmal die Handfesseln ab. Ja, dankeschön. Ach, halt. Jetzt. Dankeschön. Passen Sie auf den Heißlüfter, der hat so einen kleinen Defekt. Ja. Wenn Sie dagegen kommen, dann fliegen Sie hier durch den Raum. Also Sie sind als Druckmittel hingebracht worden. Genau. Okay, in welchem Sinne kann ich das dann so verstehen? Druckmittel? Ich weiß nicht, in welchem Sinne die Partei das gemeint hat. Also ich denke mal, die wollten mich irgendwie, dass ich draufgehe. Okay. Die waren alle maskiert, richtig? Oder? Ich habe nicht viel gesehen, ich wurde in die Halle da hinten gestellt. Achso, in die Halle. Gefesselt. Aber ich glaube, die gefesselt, genau. Aber ich glaube, die Biker da hinten, die waren maskiert. Okay. Könnten Sie mir mal Ihren Ausweis bitte zeigen? Ja. Okay, dann nehme ich Sie nämlich jetzt mal hiermit als Zeuge auf zu dem Geschehnissen. Was meine Kollegen jetzt hier gemacht haben, entschuldige ich natürlich, dass sie festgenommen haben. Okay. Er ist gerade Frischmeister, hat noch nicht richtig viel Erfahrung und das müssen wir ihm noch beibringen. Naja, er hat halt auf die Anweisung des anderen gehört. Ja, da müssen wir. Einen Moment bitte. Polizeinotruf, hallo? Ja, guten Tag. Meier, mein Name. Ich habe hier irgendwie zwei Fahrzeuge, die kommen mir ein bisschen komisch vor der Tuning-Werkstatt. Ich habe ein bisschen Angst, als ich da gerade hin wollte. Können Sie da vielleicht mal eine Streife vorbeischicken? Ja, das kann ich machen. Zur Tuning-Werkstatt zwei verdächtige Fahrzeuge. Genau, also ich habe richtig Angst, die stehen da und ich glaube, der eine hat auch eine Maske jetzt auf. Ich möchte nicht überfallen werden hier in Braunschweig. Ja. Alles klar, dann schicke ich Ihnen eine Streife vorbei. Danke. Gerne, servus. Fahrt ihr beide bitte mal zur Tuning-Werkstatt mit Code 2, kein Martinshorn bitte. Jo, machen wir. Also, zwei verdächtige Fahrzeuge, Anrufer hat Angst. Ja, fahren wir gemein. Also, gut. Person einfach maskiert. Ja, okay. Also, aufpassen auf euch, ne? Du kannst. Wie ist es? Sollen wir dann mit Taser vorgehen? Also, ja. Nein, aufsteigen? Ja. Erstmal nicht, erstmal Obacht.
Und wenn dann euch irgendwas auffällt, erstmal mit Taser. Ja. Ja. Und dann auch euch. Ne, wenn ihr dann Unterstützung braucht, dann sagt Bescheid, dann komme ich zur Unterstützung hinterher. Ja, fahrt los, bevor es installiert. Genau, deswegen fahrt schnell los. Ja. Wenn Unterstützung ist, dann funkt an, ich komme dann. Gut. Wurde als Druckmittel hingebracht. Selber hat er nicht viel mitgekriegt, stand hinten gefesselt in der Halle. Ja, okay, also. Ja, wie ich dir schon gesagt habe, könnte Opfer gewesen sein, deswegen laufen lassen. Den nehme ich jetzt als Zeuge auf, als Opfer. Und das war's dann. Dann lassen wir den gleich wieder laufen. Genau. Gut. Kommst du noch kurz mit rein und dann. Ja, klar. So, der Herr. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Ausweis. Hatte gerade einen Notruf reinbekommen. Wie bitte? Den muss ich nämlich annehmen. Soll ich den Ausweis nochmal zeigen? Ja, bitte. Haben Sie bekommen? Alfredo Alberti. Okay. Ja, der hat schon eine Aussage gemacht. Also ich habe seinen Namen schon in der Notiz. Ah, okay. Also ich habe von Billy Russo und von Alfredo Alberti. Also von ihm dann. Gut. Nein, also gegen Sie können wir jetzt hier nichts ermitteln oder Ihnen irgendwas vorwerfen. Sie werden jetzt hier als Zeuge aufgeführt. Bei weiteren Rückfragen melden wir uns bei Ihnen gegebenenfalls. Okay. Einfach bereithalten und dann begleiten wir Sie nach vorne und dann dürfen Sie jemanden anrufen, der Sie abholt oder vorne in der Garage ein Auto rausholen. Ah, okay. Genau. Dann wär's das Ganze auch schon. Die Streife 2 angekommen. Die Angels sind da. 10-4. Wir wünschen einen schönen Tag und darf ich die Ausfahrt davon hochlaufen oder? Ja klar, Sie können auch von Berg laufen. Da wünsche ich auch noch was. Dankeschön. So, wir fahren mal los. Ja, komm. Nein. Oh Mann. Also bei mir war offen. Bei mir war zu, das zweite Mal. Nun Streife 1, Code 2. Frage, wie ist das Verhalten der Person, ruhig oder aufdringlich? Streife 2 von Leitstelle? Leitstelle von... Ah. Die haben ein Problem. Oh oh. Hallo, zu Info mit euch, die Angels haben angerufen. Oh, leck mich aber Arsch, dachte schon. Boah, ich aber auch, weil er so lange gebraucht hat. 89 von 7. 89? Standort? Tuner. Was geht's? Wiederholen? Am Tuner. 72, 47. Weiter hier auf den Sack gehen, dann drehe ich ja bald richtig durch. Uns geht. Ja, was gibt's denn? Die Herrschaften hatten Angst, ja. Angst hatten sie, ach so. Angst hatten sie, ja. Hm, das sind ja die richtigen Pussys. Angst hatten sie. Angst, ja. Angst. Stimmt, Angst, ja. Ja, Angst, ja. Ah, ach, jetzt ja. Ah, jetzt macht's Klick. Stimmt, ja. So, oh, Dennis, komm mal mit. Die Tuning treffen, oder die was? Wollten doch zum, nee, die wollten doch, glaube ich, zum Tuning. Mal 3 Meter. Was? Jo. Perfekt. Hat einen Anruf bekommen. Meine Fresse, ohne Scheiß. Personen hatten hier wohl Angst durch die Fahrzeuge dort. Bedroht gefühlt. Was ist das für Scheiß hier? Jetzt? Okay. Die sind doch selber massiv. Ich hatte einen Anruf bekommen, weil sich hier Personen bedroht oder bedroht gefühlt haben durch zwei Fahrzeuge.
durch die zwei Fahrzeuge, sagen wir so. Okay, wer war die Person, wo sie Pedro gefühlt hat? Ich doch nicht. Ich hab getunt. Unbekannte Nummer. Unbekannte Nummer. Richtig. Okay. Nein, nicht, der wird abgeschafft. Ja. Peter, eine Telefonnummer dran oder so? Ja, machen wir. Könnte mal kurz zurückrufen versuchen. Ja. Ja. Ich hab den beiden gesagt, wir müssen nachher eh noch schauen. Ich habe vom Jens und von der Frau Bern eine Dienstbeschwerde bekommen gegen Andi. Ja. Ich hab die jetzt mal aufgenommen. Ja, von Andi haben wir. Der hat sich jetzt am Krankenhaus auch schon. Ja, ja, das ist das am Krankenhaus. Ja, die, das ist das am Krankenhaus. Die Festnahme oder was? Nein, nein, nee. Weil die mit in eine Einfahrt gepackt haben und Andi hat einen Ausraster gekriegt. Also wird es genau auf mit sich laut. Genau. Achtung. Was oh, das ELS spinnt schon wieder rum. So. Ja, ist halt so. Warte mal, ich ruf mal die, den Anrufer gut kurz an. Ja. Was ist jetzt, mit dem Verhafteten? Ja, einen schönen guten Tag, die Polizei nochmal. Ah ja, hallo. Ja, könnten Sie mir die Situation nochmal genau erklären? Weil die Kollegen ja, vor Ort. Wir waren dort drinnen und fühlen uns bedroht, weil die dreimal vorbeigefahren sind. Und dann haben sie sich auch einmal dahingestellt und haben geparkt. Ich meine, was macht man, ne? Ist ja kein Treffpunkt dort. Ja, ja. Verstehe ich. Ja, wenn man da erst vorbeifährt. Okay, dann danke ich. Dann klären wir das erstmal. Danke für die Hilfe. Gerne. Servus. So. Also, ich habe den Anrufer nochmal erreicht. Ja. Ja. Ein gewisser Herr Meier. Die Streife 1 wechselt eben kurz Auto. Okay. Ein gewisser Herr Meier hat sich bedroht gefühlt, die waren da drinnen, haben sich bedroht gefühlt, weil die Fahrzeuge hier dreimal hin und her gefahren sind und dann haben sie hier geparkt. Okay, und wo ist der Herr Meier? Nicht mehr vor Ort. Wir sind zurück zum MC Club. Ja. Ich habe noch gefragt, ob die noch Begleitschutz brauchen. Aber wollten sie nicht, sie sagen, die sind ihren eigenen Begleitschutz. Ja, aber rufe uns dann, weil sie ne, besorgt sind, ne? Ja, das, ja, ich verstehe es nicht. Ja. Das ganze Thema, ich weiß ja, hast du Johann erzählt? Was erzählt? Das mit gestern. Nein, kann ich nicht. Achso, ja. Ja. Johann, du musst leider warten, bis du... Oder, ja. Oder du machst kurz Ton aus. Das kann ich tatsächlich machen, warte.
Och, Dennis. Ich habe jetzt 999 eingegeben. Oha. Nein, ich hab eins. Kommt der wieder hier oder musst du den abholen? Nein, der ist am Luftpark. Ja, dann hol mal kurz. Der hat, glaube ich, sein Auto abgeschlossen. Wie geil ist denn das? Ja, genial. Hä, was war gerade so gepiepst? Das ist mein Handy Klingelton. Ach so, das hat sich gerade ganz komisch angehört. Ja, Digitalfunk. Sound ist es. Der darf jetzt Müll sammeln und sowas und putzen und schrumpfen. Ja, wie lang? Das weiß eine Minute den. Dann. Wahrscheinlich, ja. Du bist ein Arschloch. Ja, wie lange geht es jetzt? Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eins eingegeben. Ja, einen Monat habe ich jetzt. Ja, wie einen Monat? Ja, ja, also eine Minute. Anscheinend, also ich weiß nicht, Dennis hat das gerade eingegeben. Also ich habe tatsächlich nur eins eingegeben. Ja, warte mal, ich habe hier blaue Punkte. Ach so, dass du vielleicht einen blauen Punkt machen musst. Weiß das nicht. Wir hatten... Wo ist denn der hin? Frage Standort. Hey, ich komme angelaufen. Steig ein, mit 10. PD. Ah. Da. Ja. Da ist er. Also es scheint jetzt zu gehen. Also eins hier, ist einmal... Knallköppe, ey. Also ich musste nur einen Punkt machen. Du musst, für Strafen musst du jeweils Punkte, eingeben. Mhm. Also wenn jetzt 150 Punkte so machst, bist du halt 50 Mal am Bücken. 150 Punkte muss ich da machen. Ja, ne, bei 50 Punkten musst du 50 Punkte machen. Wiederholen, hey, bitte. Ja, genau. Also, ja, ist gut, ich hab mich gerade ein bisschen vertan. Ja, tun ja weg, so, ich muss mein Auto abholen. Du bist ein Trottel, Alter. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt auf einmal? Stehe ich da, ey? Ja, aber bist du noch im Dienst? Kannst du auch 6 Mini aufmachen? 6 Dienstinteraktion. Entität, Durchsuchung, komm her. Ja, das geht dann. Ja. Warum ist das an? Warum ist das an? Hä? Meine Puppapötütüta an. Ja, du bist doch Johnny, richtig? Johnny Jigs, oder? Ja, ja. Gut an, also. Was ist das für ein geiler Audi? So. Also fahren wir jetzt, oder was? Jo. Dennis, zum Glück steht da mein Name nicht. Jojo. Ach! Der. Weil der Joe. Der. Hat einen Bürger. Joseph Sawyer, bitte. Mach mal Tempomat rein und raus. Hab ich. Perfekt. Ja, das mache ich auf jeden Fall gleich. Da kannst du sicher sein. Ja, das geht anscheinend jetzt echt. Was mit den Sozialstunden? Hat René gerade herausgefunden.
Ja, danke. Ich durfte gerade fegen. Ah, du warst doch eigentlich weiter weg wie ich. Oder nicht? Egal. Wahnsinn. Hey, Dennis. Hä? Grüße. Nein, hör auf. Nein, warte. Nein, Dennis. Ja. Grüße vom Joe aus dem Livestream. Ich soll sagen, dass ihr beide miese Flashbacks habt vom Müll aufsammeln. Ey Joe, wo bist du überhaupt, Alter, du Hund? Bei dir alle rein, und? Die Olga. René? Ja? Du kannst dich auf was gefasst machen. Warum? Joe schreibt gerade, muss ich morgen auch mal an René ausprobieren. Weißt du, kann ich dann... Ey, was muss ich eingeben, um den Mittelfinger zu zeigen, ja? Egal, wie ist den Mittelfinger, du Hund. Warte, ich glaube, du musst Alt, Bewegungen... Alt und F4, ne? Ja, nein, du musst Alt, Bewegungen, Aktionen und dann Mittelfinger. Ah, da! Ha! Warte. Da. er hatte bis gerade Training, er ist jetzt fertig. Ja, dann hat Jalla bewegt deinen Hintern. Dann rein in die Olga. Halbe Stunde noch. Ja, ich auch maximal noch. Ja. Gehen wir mal kurz rein und klären das. Boah, ich hätte fast ein Bier getrunken, ja. Im Dienst, mein Freund, ey, es setzt gleich was. Nein! Warte, bleib mal stehen. Nein, ich will keine Sozialschulden, hau ab! Nein, kriegst du auch nicht. Warte. Muss man aber so weit hochscrollen. Ja, jetzt kann ich weglaufen, jetzt können wir ihm Sozialschulden geben. Ich dachte erst, ich kriege jetzt ein Bußgeld, ja, aber ich habe nicht getroffen. Dennis, geh mal ein paar Meter weg. René, bleib einfach mal stehen. Nein, ey, du hast... René? Ich kann nichts mehr machen. Ich bin festgenommen. Ja, okay, komm her. Aber... Oder so. Ja, gut. Oh. Sorry. Ich glaube, es sollten wir hier nicht machen, wenn uns jemand sieht, dann. Joe schreibt gerade, ja. Morgen bin ich wieder drin in der Olga. Nein, das soll kommen, wir haben Dienstbeschwerde. Dienstaussichtsbeschwerde. Auf Heidi Jalla. Genau. Also Joe, hast du gehört? Halbe Stunde, Mann. Keine Ausrede mehr. Ja. Weil das geht um. Ja. Job los, Job nicht los. Kurt. Ja, ich geh hinten rum. Alter, René wird mies gemobbt. Ach, ja, lol. Das stimmt, ja. Tja. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Doch, Tomaten aufbauen. Wo seid ihr jetzt hin? Ja, in unserem Büro. Ach. Hallo. Ja, moin. Also, ich erzähle euch das mal kurz. Also, ich erzähle von Jens seiner Sicht so ungefähr. Okay. Also, die zwei sind angefahren. Ja. Ich bin Andi und ich weiß nicht, Robin war es, glaube ich, gell? Ja. Ja. Ich bin Andi und Robin hinterhergelaufen und habe gerufen, er soll bitte nicht am Eingang parken, sonst kommen
sonst kommen sie nicht mehr raus, also vom von der Türe. Ja. Andi antwortet schreiend, wir dürfen das mit dem Einsatz. Jens, also ich fragte Andi, warum er so rumschreit, darauf sagte er, ich schreie selber rum. So, von der Lee, die hat gesagt, Polizei stand hinter mir und vor ihr war der Patient wichtig, also ein Patient, der war wichtiger als die Polizei hinten. Und sie sagt, es war vom Andi bösartig gemeint. Und okay. Im Robin Kruse Kriminalkommissariat müssen wir Falschparken geben, weil er da immer parkt und nicht parken darf. Ja. Weil es nur für Krankenwagen und Feuerwehr ist und nicht für Polizei. Also einfach ein Bußgeld für Falschparken. Ja, erstmal das an Robin und an Andi kommen dann halt noch jetzt die Dienstaufsichtsbeschwerde dazu. Ja. Aber Andi, seine Stimme ist mal so. Ja, also. Nicht. Nee, also der war auch schon geladen, wo ich dann auch gekommen bin. Okay. Deswegen, also ich kann es mir gut vorstellen, der Jens, der würde ja auch keine Scheiße erzählen. Nein, nein, auf keinen Fall. Und. Nein, ich meine jetzt, dass er so bösartig war oder so, ne? Ah, der war schon als am Ende, wo ich gesagt habe, ja, es liegt eine Dienstaufsichtsbeschwerde vor dir, war ja. Auch schon bösartig. Ja, ja, das stimmt, der ist hier reingekommen, ich gehe außer Dienst. Ja, kannst reinkommen. Genau, es geht um Andi. Hä? Kann man sie ihm jetzt... Du musst ein paar Meter weiterreden, wir hören dich nicht. So, jetzt. Ja, jetzt. Genau. Es geht um Andi. No, Alter. Die Zigarette falsch und entzündet. Ich fick mein Leben, Mann. Das passiert mir selber. So, ja, da. Passiert mir nicht, weil ich nicht rauche. Und nächstes Mal bitte. Nicht mehr da parken, ne? Nicht mehr da parken. Es darf dann nur Polizei. Nur Krankenwagen und selber parken. Also heißt es dann, dann sollen wir außen parken. Wir parken. Ja, genau, wie parken wir. Ah, alles immer klar. Außen. Dann weiß ich Bescheid. Und nicht im Gelände. Das hat er aber dir letztes Mal heute Mittag auch schon gesagt. Heute Mittag? Ah ne, sorry, das war schon nicht du. Das war der Robin. Der Robin mit die. Der Robin, Andi. Ja. Was kostet denn die Falschparken? Warte, ich gucke. Ich gucke es nach, warte. Da hat im Kriminalbüro. Warte, kann ich was sagen, was du kostet? Wiederholen bitte. Im Moment im Kriminalbüro. $2,500. Na, hab ich schon fast gedacht. Das nächste Mal bitte. Ja, einfach vorne parken. Ne? Einfach vorne parken. Ja. Auch wenn du Begleitschutz machst oder so, fährst du einfach vorne raus oder Stehst, fährst einfach wieder zurück und dann parkst du einfach an der Seite. Genau. Ja, das bezeichne ich kurz. Und was ist mit Andi? Kannst du uns mal deine Sicht. Warum? Du erhältst eine Zahlung und. Ja. Ja, ich habe es halt. Also, es war so. Ich und Einsen halt das Begleit. Person gefahren, ne? Ja. Dann hat der nicht. Kannst du einmal kurz rausgehen? Das ist Alex. Das ist also Alex. Sorry, Alex. Sorry, ich Alex. Ich kann sagen, aus meinem Gebäude vertreibt mich keiner. Alles war so. Ich bin halt Dings. Warte gefahren. Mal, bevor du erzählst. Alex, es geht gerade um eine Dienstbeschwerde vom Jens. Ja, habe ich mitbekommen. Er sitzt ja nur mal neben mir. Aber ich habe geredet, dass du das alles aufgenommen hast. Genau. Mach weiter. Okay. Genau. Und daraufhin hat der Herr Feuerwehrmann mich nett gebeten, dass ich eben kurz mein Fahrzeug umstellen kann. Habe gesagt, ja, mache ich. Dann ist Andi wieder total wieder ausgeflippt. Das ist aber auch schon nicht das erste Mal.
Der Andi ist ausgeflippt. Ja. Ah, okay. Genau, und daraufhin hat der, wo wir mit den Verdächtigen auf Klo waren. Ja. Ohne halbe Gas Explosion abgelassen hat. Egal. Hat er gesagt, ja, weil ich halt gesagt hat, dass es gegen unsere Dienstaufsichtsbeschwerde ist, hat er gesagt, dann kann ich auch gleich den Stadt verlassen. Weißt du, wieder ausgerastet. Hat auch wieder rumgebrüllt. Ja, wie ist gesagt, mir ja auch schon mal aufgefallen. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch keinen verpetzen, ne? Also ich sag mal so, ich hab's halt jetzt mal OOC, ne? Mhm. Ich hab's halt hier. Ich hab Kopfhörer auf. Nee, ich hatte Kopfhörer auf. Mhm. Und hab's halt bei Jens auf. Da hat halt mein Auto gefallen und mir ist ein Reifen geplatzt. Hab gesagt, mach nichts, mach Iko fertig, weil gerade kein ADAC da war. Da hat er gesagt, pass doch mal auf, Junge. Also richtig richtig genervt und aggressiven Ton. Wer jetzt? Andi. Warte mal eben. Aber das war. Vor wie viele Stunden war das? Vor was für eine gewisse Zeit war das? Wo wir den Einsatz da oben hatten, wegen. Warte mal eben kurz. Ja. Ungefähr. Also vor 15 Minuten. So, da bin ich wieder schuld. Ja, ist nein. Gut. Nein, der ADAC war da. Der hat uns nämlich vorhin drauf angesprochen, weil er einen Streifenwagen gesehen hat, der ziemlich beschädigt war. Und der das schon mal angesprochen hatte. Wenn ein ADAC da ist, sollen die trotzdem gerufen werden. Ja, ist dann wieder ich dann. Selber, ne? Ja. Deswegen, ich habe zu ihnen auch gesagt, ich sage, ich werde das nochmal mit uns alle, die hier nochmal zusammentrommeln, die noch da sind. Mhm. Und das nochmal drauf gezielt ansprechen. Das ja. Einmal kurz. Finger 10 benutzen, gucken, ist er da, ist er nicht da. Alles klar. Nee, wenn er da ist, dann kurz ADAC anrufen. Außer, wie gesagt, wenn wir richtig, ganz richtig im Einsatz sind und wir müssen zum Raub und da passiert irgendwas, dann nur im äußersten Notfall, richtigen Notfall. Nee, dann normal auch nicht. Oder liege ich da jetzt falsch? So hatten wir das ja auch mal gesagt, ne Alex? Im richtigen Notfall, da war Jens auch noch dabei. Was? Oder reparieren bei richtigem Notfall? Bei nee, richtigen Notfall, wenn wir im Auto sind, ne? Was? Nochmal. Wenn wir im richtigen Einsatz sind, also richtigen Einsatz, wenn es um richtigen Notfall geht. Hallo? Wahnsinn, was ist denn jetzt los? Einen Moment bitte. Ich weiß jetzt selber nicht, was hier los war. So, dann wollen wir nochmal. Vielleicht.
So, dann versuchen wir es so nochmal. Stream läuft hoffentlich noch. Nein. Mal heute Mittag auch schon gesagt. Wir packen da. Ah, alles immer klar. Außen. Da weiß ich Bescheid. Und nicht im Gelände. Das hat er aber dir letztes Mal heute Mittag auch schon gesagt. Heute Mittag? Ah, nee, es war. Nee, sorry, das war Schnitt. Das war der Robin. Der Robin sind die. Der Robin, nee, ja, nee, Andi. Ja. Was kostet denn die Verspannung? Weiß ich gucken. So, die Frage ist, läuft der Stream noch aktuell? Das ist dann kannst du immer die Hälfte ja, so richtig, ne? Weil auf der einen Seite sagen sie ja, das sollte Stress sein, eigentlich. So, Stream müsste jetzt wieder funktionieren. Jetzt einmal 5M neu gestartet. Ich habe das Kopf nicht geöffnet und nicht ganz lang. Lol, das war aber dann echt unbewusst, weil meines Wissens noch habe ich es eigentlich nicht geöffnet. Also nicht, dass ich das. Alles dieses neue USB und so ein Scheiß. Du hast doch noch bestimmt zum Laden dein USB ja, Mikro. Mikro USB. Ja. Ja. Nee, ansonsten Lanzel. Ja, hier ist einer wieder da. Okay, wunderbar. Schön. Ja, dann geht ihr beide wieder auf Streife und wir besprechen den Rest mal eben. Danke für euer Feedback. Macht so weiter, ne? Ja, ich sehe gerade das PD nicht richtig. Warte mal eben. Slash Carry heißt es. Ja. Was hat Mariah Carey damit zu tun? Gute Frage. Lädt es jetzt bei dir besser? Ja, war gerade von innen gar nicht. Ja, dann lass ich dich hier mal eben runter. Dann musst du noch mal eben nach oben fahren. Das ist, wenn du da wieder joinst. Achso, okay. Scheiße. Bist du hier noch? Ja, jetzt bist du da, alles klar. Ja. Wir sehen uns. Ja, ich komm mit, weil. Dann nehme ich jetzt auch die Treppe. Hallo. Bitte. Jetzt muss ich so da kurz einmal hier hin. Dann schmeiß ich. Was für ein Raum? Also ich habe relativ wenig gesehen. Egal, jetzt funktioniert's, von daher alles gut. Achso. Weiß ich fürs nächste Mal. So, dann schauen wir mal, wo die alle sind. Ich hab's auch nochmal heute mit Tommy gesprochen. Da steht mein Kaffee. Halt, wie das zu laufen hat, ne? Und ich glaube, die geben sich da echt Mühe. Das Ding ist, du hast heute wieder gemerkt, die Entageta Lilly wurde erschossen heute Morgen. Und die wussten, dass es die Angels waren. Was totaler Quatsch ist, weil sie war komplett alleine. Also ich war als Supporter da, hab mir das angeguckt. Da waren nur drei Angels und sie.
Und dann haben die das, wurde da gerade eben nach gefragt und wurde gesagt, ja, sie war ja nur bewusstlos. Alter, die hat mit dem Scharfschützengewehr einen Headshot gekriegt. Und dann ist man nicht bewusstlos, darum wusste sie das. Und das sind halt so Touren, die halt gerne mal fahren, ne? Ja. Darum ja gut, das... wurde sie wieder hochgeholt? Was? Wurde sie wieder hochgeholt? Oder ist sie gestorben? Nee, sie wurde wieder hochgeholt. Weil sie war ja tot. Du bist ja tot, wenn du einen Headshot bekommst. Ja, aber bei anderen Inseln ist das so. Also du bist tatsächlich erst, nicht tot. Genau, also erst wenn du im Krankenhaus aufwachst, bist du tot. Achso, okay. Oder warst du tot. Ja. Also wenn du jetzt wieder hochgeholt wirst, dann weißt du alles noch. Aber wenn du jetzt nicht hochgeholt wirst, vergisst du, glaube ich, 15 Minuten oder so. Ja, meistens immer so 20 Minuten, wenn du im Krankenhaus wach geworden bist. Genau. Okay. Ja, es ist, glaube ich, hier nicht so geregelt. Darum muss ich mal gucken. Ja, dann gucken wir danach und dann macht es halt vielleicht so, dass wenn man hochgeholt wird, dass man alles noch weiß und wenn nicht, dass man dann 15 oder 20 Minuten oder halt das Roleplay einfach die Aktion vergisst. Ja, aber weißt du was, da muss die Zeit, die du geholt werden kannst, muss verkürzt werden. Ja. Ja gut, die ist viel zu lang. Die ist viel zu lang. Wie viel ist die denn? 20 Minuten? Normal. Die schätzt gerade auf 20 Minuten, aber normal ist immer 5. Glaub. 5 Minuten. Nee. Also 3. Es gibt immer Unterschiedliches. Ich kenn's, also vom GVMP kenne ich so. Du bist 5 Minuten, bist du. Warte mal eben. Warte mal ganz kurz. Wie war das? Nach 5 Minuten liegst du im Koma. Und im Koma stirbst du automatisch. Ja, also kommst du nach fünf Minuten bist du im Krankenhaus wach. Ja, nee, also du liegst noch im Koma eine Weile, also als Strafe. Ich glaube 10 Minuten noch. Aber 5 Minuten hat man, glaube ich, Zeit. Ich kenne das anders. Ich glaube, das ist bei Dings, bei Excel ist das, glaube ich, 5 oder 8 Minuten. Und dann wirst du im Krankenhaus wach. Direkt, ne? Okay. Nach 5 oder 8 Minuten. Ja, so 8 Minuten, das war ja gut. Ja. Weil 8 Minuten müsstest du eigentlich, wenn du schnell genug bist, wirklich überall hinkommen. Ja, 5 Minuten ist halt schon sportlich. Ja, nee, 8 Minuten ist schon realistisch. Und 8 Minuten ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Würde ich jetzt von mir aus sagen. Ja, deswegen 20 Minuten, ey, das ist viel zu lang. Da weil die hochfährst komplett nach Palito. Brauchst, sag ich mal, 4 Minuten. Ja. Nein, noch nicht mal. Nicht mal. 3 Minuten höchstens. Deswegen, also 5, ne, so 6. Da war 8 Minuten. Nee, 8 Minuten, ja. Ja. Wo sind jetzt mit 10? Hm? Nein, im Stream. Joe schreibt 10. 10 Minuten. Dispatch. Oh. Diese Frauen Kinder. Standard. Mit meiner Frau zuerst. Streife 1, fährt Standort hin. Ja, ziemlich knapp. Haben wir einer. Hallo? Hallo? Schnell er scheint komisch zu sein. Frage Code 1, ich meine. Code 3. Soll ich auch mal hinfahren? Wenn der scheint komisch zu sein. Na, warte mal noch. Also, warte. Wenn man jetzt nach Staatsregeln geht, ja, dass die nachher. Die sind doch zu zweit, die sind zu zweit unterwegs. Ja, du weißt, was die zwei machen. Ja, dann fahren wir dann. Ist sicherer. Ja. Nichts erstmal da. Sag mal leise. Nö, also grundsätzlich eine Stunde musst du vergessen haben. Einheit 7 kommt als Unterstützung. Ja. 10 Minuten. Bestimmt. Ja gut, Headshot ist ja, also wenn ich war auf anderen Servern, war ich auch schon zuvor. Frage, soll man bewaffnet rausgehen? War bei uns Zahllösung. Mit Taser. Negativ. Erstmal schauen. Nicht mehr. Ja, mit Taser können sie raus. Mhm.
Also, ich kenne das so, Suizid, ja. Auch nicht schlecht. Ich habe den ganzen Tag den Sunny quatschen gehört. Jo, ich auch. Ja, war jetzt bestimmt am Nachfragen, wie die das geregelt haben. Jo, lass mal hoch in die Leitstelle gehen. Mal bitte in die Leitstelle. Einfach nur wieder realitätsnah. Realitätsnah, warum? Ja, ich bin Leitstelle. Wieder kommt und der da in das Büro gucken will, ne? 1199. Oh, oh. Oh, fuck. Wo hast du vorne? Dispatch schon. Vorne. Wir haben mit Waffen bedroht. Fuck. Von wem, wo? An der Tankstelle beim Dispatch. Von. Die haben keine T-Shirts an. Ja, oh, welche Tankstelle? Ich sehe den Dispatch nicht. Da, ja, wo jetzt Augengange ist, der ist bei 7303. Ah, oh, fuck. Komm. Zwei Beamte. Ja, war mir schon klar. Scheiße. Ja, und weißt du, wer das ist? Da würde ich am liebsten direkt reinrutschen. Ja. Ja, Chipsos. Ah, leck mich doch. Hundertprozentig. Die machen die Scheiße jedes Mal mit uns, Cops. Ja. Ja, jetzt werden wir nur noch mit zwei Leuten oder so jedes Mal mal die Spät anfahren. Brems. Schneid mich mal an. Ja, ey, der hat gebremst, aber ging nicht. Jedes Mal die gleiche Scheiße, ne? Ja. Alter, ohne Scheiß, ich verknack die zu 1000 Sozialstunden. Oh, scheiß Nebel. Ey, was ist denn los? Weiß ich nicht. Du fährst. Das Maximum. Mhm. Wie viel wollen wir für den Kopf haben? Fahr zurück mit dem Auto, zurückfahren. Ja. Zurück. Und, Jetzt ein Schiff. Ja, hab ich gesehen. Ja. Warte, wir warten erstmal hier. Warte mal. Also ich habe keine Idee. Das erste Fahrzeug kommt Jackson Himmler. Das zweite Fahrzeug einem Stephen Becker. Bitte aufschreiben. Himmler und wer noch? Ich hab schon. Steven Becker. Bewaffnet. Langwaffe. Tragen Masken. Einfach mal spaßeshalber ein paar Bänder hin. Jo. Jo, okay.
ich bin unbewaffnet. Du bist unbewaffnet. Meine ganzen Waffen sind weg wegen die scheiß Dings. Wegen was? Wegen die Sozialstunden. Oh lol. Oha. Alter, ich konnte alles noch mit dem Dings machen, aber da, ich hab doch nicht mehr an die Waffen gedacht. Fuck. Alter. Alles oh gut? Alles gut? Alles gut? Luca? Alles gut bei dir? Pause für Rettungsdienst? Wäre gut. Okay, ich ruf mal. Guten Tag. Wo genau ist der Notfallort? 7303 Geiselnahme. Wir bräuchten einen RTW. Eine Person ist schon. 7303? Ja, oben die Tankstelle. Ja, wir machen uns gleich auf den Weg. Jawohl, danke. So, Rettungsdienst ist unterwegs. Ja. Was machen wir jetzt mit denen? Weiß nicht, Oh, vier Leute. Der Präsident ist ja da. Mhm. Die haben jetzt noch, gell? Ja, ja. Ich denke mal, die behalten sie noch zur Fahrerflucht. Mhm. Damit wir irgendwann mal durchchecken. Schau mal, ich muss nicht mitballen. Falls sie flüchten, dann fahren wir hinterher. Nein, nein. Genau, jetzt fahren wir flüchten. Oh, und jetzt muss mit. Ja. Hallo, hallo, ich kann mir doch mein Auto gerammt. Guten Morgen. Der kann ja Auto fahren. Also. Und ich hab gedacht, ich wär schlimm. Gegangen, ne? So. Geht jetzt auf Duty. Ja, nee, ich geh jetzt auch ins Nest, Alter. Oh, ich wollte nur ins Bett, Alter. Ja, nee, ich. Huch! Oh. Wieso haben die euch denn gekriegt, Alter? Keine Ahnung. Wir waren. Ey, wenn ihr Dispatch anfahrt, immer vorsichtig sein. Alter, da stehen drei nackte Leute, voll tätowiert, da könnt ihr doch nicht so reingehen, so moin. Nein, Problem ist, guck mal. Wir sind nur bis hier hingefahren, ausgestiegen. Genau, da ja, aber wenn guckt, wegen, da lag einer auf dem Boden. Genau. Ja, Trick Nummer 1. 1-0 für Gangster, 0, ne, ja, 1 für Gangster, 0, nein, ich kann das schon verstehen, ist scheiße. Aber nächstes Mal, wenn ihr dann einer so seht, einfach einen Taser schon mal in der Hand nehmen. Ja, ja, einmal grundsätzlich tasern. Kann man, ist fast wie ein Defibrillator, falls der tut. Ja. Nein, also auf jeden Fall immer, wenn ihr irgendwo zum Dispatch gerufen werdet, nehmt immer schon mal den Elektroschocker in Hand. Okay. Aber ich meine, die waren in der Überzahl, ihr konntet nichts machen, alles gut. Die haben jetzt halt die Kohle bezahlt, ich bin wieder um 100.000 Euro ärmer. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Warte mal, die schulden mir auch noch Geld. Ich ja? Warum? Warum? Wegen meinen ganzen Blitzerfotos? Sein Arschloch und Witz, sein Wichser. Ich hasse ihn. Jetzt kriegst du nichts mehr, Alter. Ah ja. Blitzerfotos, wie viel hab ich? Alter, ey. Oh nein! Ich hab auch noch. Ey, lass mich runter. 3. Oh, tschüss. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nein, nein. Oh, das war die falsche Waffe. Ja, der falsche Waffe. Oh. Der wollte den Elektroschocker nicht nehmen. Entschuldigung, Entschuldigung. Der Rettungsdienst ist eh schon unterwegs. Ja, welche ID bist du? Sag mal eben. Wenn niemand auf Feierabend. Ich bin die ID 14. Ja, ich denke, ja klar. Komm auf Dach wieder, ja. Ja, nehmen Sie mich dann wieder mit hoch? Ja, die nehme ich jetzt mit. Ich fahre schon. Nimmst du Auto? Warte kurz wegen Rettungsdienst. Ja, stopp, Alter. Lass dich nochmal durchchecken und dann. 14. Problem ist, der hatte voll die kalte Hände, ey. Ja, lass dich gleich mal durchchecken, die. Wenn ich es richtig 25. höre, sind die gleich da. Ich lieb dich, Alex. Ja, ja, mir auf mich anzufassen, Alter. Alex, du schuldest auch noch ein bisschen Geld. Kein Spaß. Nein, ihr nicht.
mir haben das Problem gerade. Ey, ohne Scheiß, wenn erstmal ein anderer Polizeichef ist, dann kriegt ihr nicht mehr so viel Kohle in den Arsch gesteckt. Natürlich. Ey, außerdem, soll ich mal was erzählen? Ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte 6,7 Millionen, ne? Ja. Als ich den Polizeijob angenommen habe, ich habe mir nichts mehr gekauft, gar nichts, und ich habe jetzt nur noch 4,9. Weil mein ganzes Geld hingegangen ist, weil gut ich mir nie einen Cent wiedergeholt habe. Ja, warum nicht? Ja, weil ich das immer verplane, das zu machen. Weil jetzt das so umständlich ist. Ihr könnt schon vorfahren, ist sicher. Ist sicher? Ja. So, lasst euch beide einfach mal durchchecken. Problem ist, ja, Alter. Nein, einfach durchchecken wegen Psycho. Ja, komm. Genau. Warte, die kommen her. Bleibt hier. Bleibt gut. Yes. Gibt's da eine verletzte Person? Nein. Oh, nein, keine verletzte Person. Belastete. Aber trotzdem einfach mal durchchecken, nicht, dass doch irgendwas ist. Dass sie jetzt durch Adrenalin nicht merken. Okay. Wer war denn die Geiselnehmer? Geiselopfer? Ja. Okay, einmal mit an die Seite kommen. Mhm. Ja. Lee, kommst du nachher? Herr Kruse, Sie gehen mal hier vorne hin. Der andere Herr. Da brennt hier die Tankstelle oder was? Wollte ich gerade sagen, mehr Polizeiaufgebot als bei der Polizei, ja? Wir sollten komplett ausrücken. Ja, ja. Ich habe eigentlich nur von der. Also ich die beiden Wunder als Geisel genommen und alle kommen raus. Ja, ich habe eigentlich nur Rettungsdienst angefordert wegen Geiseln. Naja, die Leitstelle hat uns halt komplett. Ja. Respekt. Ja, dann geht das auf Leitstelle Kappe. Oh Mann. Nur ich werde mich jetzt, glaube ich, jetzt direkt verabschieden, weil mein Blaulicht geht eh nicht. Also, und ich muss um 4 wieder raus, also bin ich jetzt gleich weg. Sag ich dann noch da hinten Bescheid. Ich melde mich jetzt ab, ne? Ist überhaupt noch nicht umgekehrt. Er wollte sein Auto nochmal bewegen. Ja, ich dachte Blaulicht geht, aber es geht ja nicht mehr, der Rotz da. Ja, aber irgendwie ist Blaulicht bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Alles klar, dann ist hier, mir auch nicht. Dann ist hier das wieder abgekackt. Jo. Und einen schönen Abend. Genau. Ito. Man sieht sich. Bitte. Jo. Ich fahr das Auto zurück und dann. Ja, weiß ich, bei wem geht denn alles Blaulicht? Bei wem? Ja, ich geb mir nicht zur Seite. So. Ja, fahr mal kurz 7, dann gehe ich auch aus Verdienst, weil ich muss morgen auch früh raus. Ich auch. Achso, machst du jetzt auch Code 9? Ja, ja, ich geh jetzt auch. Ja. Code 9. Gut, Streife Code 7. Streife 1 Code 7, so. Wo kann man jetzt verpassen? Nö, ja, alles gut. Ups. Alles gut. Markier dir mal das. War gleich links. Geradeaus. Rechts. Dann bin ich schon da. Ich hab's mir schon fast gedacht, aber ich hätte gedacht, das sind die Schicksale. Mit die als Angel. Aber ja. Warte mal kurz. Alex? Polizei Braunschweig, guten Tag. Du bist ja die 110, ja, Entschuldigung. Ja, nee, ich soll dir von Joe mal sagen, du sollst mal in D-Funk gucken. Er hat mir gerade geschrieben. Hä? Ey, wie schnell darf ich hier fahren? 160. 160? Ich wurde ja gerade mit 110 geblitzt. Ich schreibe gerade mit ihm. Alles klar, super. Alles klar, danke dir. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Nee, ich habe gerade mit Alex telefoniert. Also, wie schnell darf ich hier fahren? 160. Ja, ich wurde gerade mit 110 geblitzt. Hä? Okay. So, letzte Rechnung.
80 darf ich da fahren. Hä? Wahrscheinlich wegen Stadtautobahn. Alter! Aber nö. Nee, das ist ja einfach eine Schnellstraße. Ist das? Kann er 140 rausmachen oder so? Oh, warte, ich stelle Auto oben erstmal ab in der Garage. Ja. Gerne schon. Ja, dann mache ich hier gleich Feierabend. Ah, kannst du auch direkt hier Feierabend machen, ne? Ja. So. Die 89 Code 9. Ich hab die Leitung. Jetzt an. Schönen Feierabend. Dankeschön, ebenfalls dann. Danke. So, haust du rein, bis morgen. Jo, bis morgen, ciao, ciao. So, und damit sage ich natürlich auch jetzt hier im Stream, ich melde mich jetzt Code 9, ich muss ins Bett. Wir sehen uns natürlich morgen wieder im Stream und bis dahin, haut's rein. Tschüss und ciao. Nice, dass ihr eingeschaltet habt.